on deck, wir werfen die Maschinen an und spielen ein bisschen World of Warships. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zu diesem fantastischen Abend hier bei Rocket Beans TV. Wir sind natürlich nicht nur ich, Steffen, sondern auch Michael Krugmann. Das Jahr 2024 ist begonnen und wir haben richtig Bock. Und? Vitus. Moin. So. Und ne, hier sagt man, im Norden sagt man einfach Moin, das hat, sagt alles, was man oder sagen muss. Oder H.P. Baxter sagt Wicked. Wicked. So. So, ich dachte, how much is the fish? Na, naja, ist eine andere Geschichte. Gut. Genau, wir spielen jetzt eine schöne Runde World of Warships, weil Leute sich fragen, hey, warum spiele ich jetzt World of Warships? Und Steffen, könnt ihr das denn? So halb? Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ihr beide habt bisher noch nicht so viel reingeguckt. Ich werde euch so schön entspannt da so rein manövrieren, wie es ein guter Lotse macht. Ne? Dankeschön. Schön in den Hafen der Erfahrung werde ich euch jetzt heute Abend mal reinmanövrieren. Eine der großen Dinge in meinem Leben, die ich immer schon mal machen wollte, ist ein großer Kriegskommandant auf einem Schiff werden. So. Ist das heute möglich, Steffen? Schiffe sind ja generell immer ganz cool. Und ist es möglich, Steffen? Es ist möglich. Es ist möglich. So. Und falls ihr auch Bock habt, mitzuspielen, beziehungsweise generell Bock habt auf World of Warships, wir haben ein kleines Angebot für euch mit den Freunden von World of Warships. Ihr könnt euch einfach anmelden über den Link rbtv.de/worldofwarships-rbtv. Und wenn ihr dann den Code Warships benutzt bei der Anmeldung, kriegt ihr noch ein schönes Paket, ein Starterpaket im Wert von 25 Euro. Da ist Ingame-Währung drin, da ist Premium-Tage drin, da ist ein Schiff drin, da könnt ihr alles schön abstauben und könnt dann schön einstarten, wenn ihr Bock auf World of Warships bekommen habt, nachdem wir es jetzt gespielt haben. So, Ultrabock. So einfach ist es doch, oder? Gut. Mega. Ich habe richtig Bock. Also ich kenne das nur in Form von Panzern, dieses Spiel. Ja. Ja, World of Tanks kennen wir natürlich. Ja. World of Warships ist ein. Shoutout Dennis Richtarski, liebe geht raus. Liebe geht raus. Und genau, im Endeffekt ist es vom Prinzip her, jetzt nicht vom Gameplay her, aber vom Prinzip her dasselbe. Man tritt gegen andere Schiffe an. Man kann seine Ausrüstung anpassen, man kann die Schiffe aufwerten, man kann neue Schiffe erforschen. Wir starten jetzt heute Abend erstmal auf Level 2, also wirklich ganz basic sozusagen. Die Grundlagen haben wir. Wie hoch geht's denn? Ich glaube, es gibt bis Stufe 10, glaube ich. Kann ich irgendwann einen niederländischen Frachter haben, der ultra viele Frikandel Torpedos verschießt, ist das möglich? Du kannst bestimmt Frikandel in deine Kanonenrohre stecken. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist, aber ich bin gehuckt. Die Gegner würden sich freuen. Ich bin gehuckt. Na gut, was du möchtest. Ja, komm, gib mir Sound. Wir müssen natürlich, brauchen natürlich Sound. Ja. So, brauchen wir. Ich muss natürlich euch auch ein bisschen hören. Hallo, ich grüße den Chat. Ich habe den Chat hier auf meinem kleinen Mobilgerät. Wir sind auch da, liebe Leute. Dragonly ist da, Jung Ying. Und Yamato auch. Taserface finde ich sehr gut. Taserface. Schön, dass du da bist. Check, check. Wir sollten uns generell so einführen, dass wir jeden Abend einfach einen Chat-VIP auswählen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ja. Und uns einfach freuen über schöne Namen, die wir im Chat sehen. Und ich finde Taserface ist da schon ganz gut. Wer von euch hat noch nie in den Chat geschrieben? Noch nie. Schreib jetzt mal rein. Vielleicht hast du einen richtig geilen Namen. Und dann bist du unser Chat-VIP des Tages. Genau. Gut, liebe Leute, wollen wir reinstarten, oder was? Ja, ich hab Bock. Wir starten erstmal mit einfachen Schiffen. Wir haben jetzt erstmal alle, ich glaube, das sind Kreuzer, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das ist sozusagen die Standardklasse, die wir haben. Das sind die Allround-Schiffe. Gehen mal auf bereit. Welche Nationalität spielst du denn? Das ist ja schon wichtig. Also, genau. Das geht jetzt, du hast es gerade schon ein bisschen. Ja. Zeig mal kurz Krogis Schiff als erstes, wie wär's damit? Du hast ein schönes holländisches Schiff hier ausgesucht. Also, das hier ist. Ups, nein. Das hier ist natürlich. Die Gelderland, seines Zeichens Frachter, mit aber der Möglichkeit, dass man, wenn man keinen Bock mehr hat, also für Deserteure easy Fluchtmöglichkeiten. Ja, finde ich wichtig. Ja, weil manche Leute sind sich nicht ganz sicher, haben sie Bock auf Krieg, ja oder nein, probieren das erstmal so ein bisschen aus. Ja. Und wenn die dann merken, es ist gar nichts für sie, dann könnt ihr jetzt schnell abhauen, das war mir wichtig. Also bist du so jemand, der uns im Stich lassen würde jetzt? Nö, ich bin so jemand, der gibt den Menschen Möglichkeiten. Ja. So, das finde ich gut. Das finde ich gut. Einfach mal Optionen offen. Also Gelderland for the win. Ja. Ich habe ein französisches Schiff. Ich habe mich jetzt schon mal für die Zerstörerklasse entschieden. Das sind die schnellen Schiffe, die viele Torpedos haben, aber auch sofort auseinanderbrechen, sobald sie mit irgendwas in Kontakt treten. Deswegen, ich werde mal versuchen, ein bisschen schnell nach vorne zu fahren, alle Leute mit Torpedos wegzuschießen und mich dann wahrscheinlich zu versenken damit. Mal gucken. Und dafür habe ich mir dieses französische Boot ausgesucht. Das ist eine Engabolde. Was heißt das? Weiß ich nicht. Bist du großer Fan von diesem Schiff? Ich hab Bock. Das ist ein schönes kleines Schiff. Ich hab die Dresden. Ein Kreuzer der Stufe 2. Stabil, solide, schöne Tarnung. Ich dachte mir, wie kommt man denn dahin nach Dresden?
Muss man die Elbe hochfahren, oder nicht? Ja, okay, verstehe. Ich weiß gar nicht mehr. So, mach mal bereit, liebe Leute, dann können wir schon mal reinstarten. Ja, wo sind wir denn hier? Meine Güte. Ich spiele die Dresden, großer Fan. Okay. Das ist auch Hammer. Ach, liebe alles hier dran schon. Leute, jetzt machen wir mal ein bisschen World of Warships hier. Ist doch geil. Du bist dabei. Du hast hier die große Chance, dabei zu sein. Hier wird nochmal richtig Schiffsgeschichte geschrieben. Im Chat ist übrigens auch Ofenwache. Ich möchte, dass Ofenwache auf jeden Fall aufpasst, dass unsere Pizza nicht verbrennt. Das finde ich sehr gut. Ja, finde ich gut. So. Bewegen unter Feuer. Ganz schön diesig hier heute. Oh, meine Güte, muss ich mal kurz meinen Pulli zumachen. Ganz schön kalt hier. Kalt hier. Oh. Genau, es gibt verschiedene Spielmodi. Wir spielen natürlich Zufallsgefecht und wir spielen auf dieser Map, ist es eine Art Capture the Flag. Das bedeutet, der Gegner hat eine Basis, die wir einnehmen müssen, oder wir zerstören aber alles. Ja, wir können wir auch einfach alles zerstören? Ja. So, ich habe zwei Arten Munition, ja? Ja. Ich habe einen Munition-Zweierlei dabei. Was ist diese goldene Phallusform? Genau, die erste ist ist quasi, ich weiß nicht genau, wie die offizielle Bezeichnung ist, aber es ist quasi Brandmunition, damit kannst du Gegner in Brand setzen, dazu musst du aber schon, also die ist nicht sonderlich gut gegen stark gepanzerte Schiffe. Ja. Die zweite ist sehr stark gegen gut gepanzerte Schiffe, das ist so Stahlkernmunition, damit kannst du Panzerung gut durchschlagen, aber die hat halt, glaube ich, keinen weiteren Effekt. Also, liebe Leute, wenn ihr natürlich auch Experten im Chat habt, ne, gebt uns gerne Tipps. Wir werden vielleicht nicht alles sofort umsetzen können, aber das ist so. Okay, seid ihr ready? Wir sind ready. Okay, dann unser Schlachtruf. Ganz lange. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ahoi. Jetzt wird eingeschifft. Jetzt wird eingeschifft. Jetzt wird eingeschifft. Finde ich gut. Ja. Gut. Los geht's. So, fahrt ihr schon eingeschifft jetzt? Ja. Erledigt. Wenn ihr euch übrigens orientieren wollt, unten rechts auf der Minimap, die goldenen Schiffe, das sind wir drei quasi. Und die anderen sind unsere Teamkameraden. Ich fand einfach mal ein bisschen nach vorne fahren und mal ein bisschen scouten für uns jetzt hier. Ich wurde auf jeden Fall schon entdeckt hier. Das passiert, ja. Da sind schon die ersten Schiffe. Es ist schon besser, wenn ich immer nur mit der Spitze auf die Gegner zufahre. Das ist schlecht. Da hast du die wenigsten Kanonen in der Regel. Schön mit der, ja, aber die können mich auch am schlechtesten treffen, dachte ich. Ja, das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Schön ja, mit ja, der ja, das stimmt. Alter, wie lange schießt du? Wie weit kann denn die Gelderland? Ganz weit. Die ist ja viel zu weit. Guck mal, wie weit die schießt. Ja. Und hier, Leute, nicht Stream-Sniper, ne? Also, wenn jetzt hier die ganzen Pros reinkommen und sagen, hehehe, mach ich schön fertig, die Leute. Könnt ihr machen, ist nur Kacke. Ey, ich bin bei allen Sendungen, wo Steffen fragt, guck mal, bist du dabei? Dann frage ich immer kurz, Steffen, kann ich Dinge zerstören? Dann sagt er ja, dann sage ich, jawohl, dann bin ich direkt dabei. Ja, wir spielen auch immer Sachen, wo wir zerstören können. Irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht genau, warum. Wir sind einfach solche Menschen, wir sind einfach so zerstörerische Menschen. Ja, was machst du? Ich bin nackt geboren worden. Also, wie bist du zur Welt gekommen? Mit deinen Fäusten, so wie ich, oder? Ich hatte tatsächlich schon einen Onesie an. Ja? So einen schönen Plüsch-Onesie hatte ich. Oh, warte kurz, hier ist meine Chance. Die Gelderland kann striken. So, ich habe schon mal eins versenkt hier. Einfach schon mal prophylaktisch. Nein. Und auch der leider nicht. Nächstes Mal, Leute. Wie sieht's bei dir aus, Vitus? Ja, ist ein bisschen Schaden habe ich schon gemacht, aber ich habe auch ordentlich mal so ein Torpedo schon gegessen. Du, man muss Torpedos sind einfach crazy. Wenn man die gut trifft, die sind einfach wahnsinnig stark. Ey, man muss halt echt die Geschwindigkeit des Schiffes einrechnen. Fuck you. Oh, knapp zu kurz. Es tut mir übrigens sehr leid, ich werde sehr ausfällig, wenn ich Multiplayer-Spiele spiele. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich mache das nicht mit Absicht, das ist irgendwie so ein Ding, was ich... Das ist ja auch heute ein ausgefallener Abend, da kann man auch mal ausgefallen in der Sprache. Ja, es gibt ja aber auch zweierlei Zuschauer, die einen sagen, ey, wenn da ein bisschen Pep und ein bisschen Feuer drin ist, dann finde ich das richtig stark. Und dann gibt es die anderen, die sagen, warum sind die so laut? Hä, aber wo Michael Kruckmann drin steht, da ist doch immer... Genau, nein. Es gibt ja auch den ganz ruhigen, besinnlichen... Halt's Maul! Den wollen wir doch, den Krogi, den Wütenden. Guck mal, hier. Wir haben Schorf gerade. Wir haben Schorf. Oh, komm noch her. Komm doch her. Das sieht gesund aus. Komm doch her. Ah! Hey, du hast überlebt? Lebst du noch? Wie hast du es überlebt? Weil es ein mieses, schwaches Schwein war. Schlecht. Ich bin tot. Das ging schnell, ja. Aber er ist vor mir gestorben. Ja, war eine gute Aktion, gute Aktion. Gut. Gefecht beobachten. Ich werde nie wieder deine Loyalität anzweifeln. Das finde ich auch wichtig, ja. Ab jetzt wissen wir, Krogi ist the man. Ja, klar. Das ist ein Wahnsinn hier. So, hier haben wir noch zwei Gegner, die mache ich noch. Die schnappen wir uns noch. Ich habe auch nur noch so halbe HP, aber es wird schon. Das haben wir, glaube ich, im Sack hier, die Nummer. Ich glaube auch. Ich seh nicht, wie das hier noch schief gehen kann, ehrlich gesagt. Ah, don't jinx it. Hätte er R gedrückt, hätte er überlebt.
Oh, du hast wahrscheinlich, in Flammen standst du wahrscheinlich. Mit R kannst du deine Feuerlöscher losschicken, dann hättest du das. Ja, das könnte und sein. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Auch jemand, der sonst nie schreit, aber auch einen super Namen hat. Es war nämlich der Lattendieter. Der Lattendieter! Oh, der Lattendieter! Ey, Lattendieter. Ja, ich finde wirklich, ich liebe alles an diesem Internet. How is it hanging? Lattendieter, ey. House life over there in Lattland. Ey, wirklich schön. Mein Onkel heißt auch Dieter. Vielleicht ist er es. Aber heißt er auch Lattendieter? Das ist die Frage. Die also ich finde, das gehört dazu, der Vortitel. Nee, Lattendieter schreibt, ich hatte Wassereinbruch und hätte es aber trotzdem retten können mit R. Ja, stimmt, das hatte ich eben auch und hab's auch gerettet tatsächlich. Aber ich frage mich wirklich, Lattendieter, woran hätte ich das sehen können? Diesen Tipp kannst du das mir stand umgehen. Wahrscheinlich irgendwo, ja. Wahrscheinlich stand es riesengroß auf dem Screen. Genau. Aber ich war so im Modus. Ah, komm, kriege ich den noch? Ich will überleben, bitte lebe. 4 Sekunden. Torpedos! Feuer! Komm schon, komm schon, komm schon! Lad doch nach! Oh, ich habe noch überlebt. Das heißt aber noch nichts. Chat, gibt gerne mehr Tipps für meine beiden Kompagnons hier. Gibst du noch, Vitus? Ja. Da ist eine Anzeige. Strong hier. Das ist eine Anzeige, die dir sagt, Wassereinbruch oder Feuer. Okay. Was da? Komm schon! Danke, Lattendieter. Das kann er nicht. Yes! Oh Gott sei Dank. Hast du ihn down gemacht? Ich habe ihn down gemacht. Ich bin zwar auch hart an der Grenze, aber. Ja, bei mir wird schon, wird schon. Tipp vom Chat ist übrigens immer viel schießen. Ah, danke. Danke. Immer schön viel reinschießen. Ja. Mhm. Mach ich. Ich versuche das umzusetzen. Tipp, ja. Nehmen auch gerade unsere Base rein, aber ich glaube, den. Okay, also ob Brand oder Wassereinbruch siehst du auch bei der links bei der kleinen Schiffsanzeige. Ah, okay, gut. Dankeschön. Danke vielmals, liebe Leute. Und immer die gelbe Munition laden. Die gelb. Gelb ist besser. Sagt hier gerade, wer sagt es? Okay. Sagt Misa. Gut, dann okay, ich glaube Misa. Ich glaube Misa. Ich glaube auch Misa. Ich glaube, das ist kein mieser Tipp. Ah, ganz gut. War ganz gut, Vitus. Du machst dich langsam, muss ich sagen. Du machst dich langsam. Leute. Ich habe viel gelernt von dir. Es ist übrigens 2-4-6 gegen 5 gerade. Wir sind noch in der Überzahl. Zerstörer rotladen. Ich muss rotladen. Ihr Gold. Ich bin Zerstörer. Du bist Zerstörer. Ja. Stimmt. Ich bin Kreuzer. Du bist ein Kreuzer. So, den haben wir hier. Ich habe zerstört, jawohl. Dann lade ich jetzt hier mal die Roten, wenn das gesagt wird. Dann die Roten? Auch direkt. Und jetzt kommt direkt das Dementi. Ups, nee, doch nicht. Sorry. Ich hab doch gerade aber jetzt die Roten geladen, Leute. Unser Team hat die Führung übernommen. Also, mach ich denn jetzt? Chat, ihr müsst euch entscheiden. Was muss Steffen jetzt laden? Also Zerstörer gelb, Kreuzer eher rot. Okay, Zerstörer gelb, alles klar. Okay, dann hab ich's doch richtig lade ich jetzt rot. Ansonsten gibt's ganz viel zu korrigieren. Jetzt schon in der ersten Runde vom Chat. Genau, ich find sowieso, ne? Oh, ich bin tot. Ich find sowieso, der Chat ist so ein bisschen unser Trainer für heute Abend. Ja, wir sind gut. So das E-Sport-Team, was irgendwie jetzt gerade rein. Aber ein sehr will. Schlaffes E-Sport. Ein sehr schlaffes E-Sport-Team, genau. Also, das ist Regionalliga. Kannst du das Format of Rocket Beans nochmal backseat das? Can you E-Sport? Can you E-Sport? Ich guck jetzt mal, wir machen jetzt mal die Analystenrolle für Vitus. Der fährt jetzt hier natürlich geradeaus, hat hier ein Ziel im Visier, könnte sich noch ein bisschen mehr nach links drehen, damit er mehr die Breitseite reinkriegt. Das ist natürlich jetzt alles noch so mittelmäßig. Ich mache keine Uhr. Zu spät. Zu spät leider. Das ist immer ein guter Freund. Genau, es ist immer ganz gut, das wird gerade noch gesagt, man kann auch auf die Aufbauten vom Schiff zielen. Also nicht unbedingt auf das Schiff selbst, weil die natürlich am Rumpf haben die stärkste Panzerung. Ah ja. Sondern lieber auf die Aufbauten zielen. Und ich würde gerne auf die Küche zielen, weil da hungert die Mannschaft. Ey, das ist richtig scheiße. Ganz ey, sorry, aber sowas machen wir hier nicht. Das ist echt ein dick Move, weißt du? Schön den in die Küche wegschießen und dann wegfahren. Oder was. Also ich weiß nicht, ich glaube, ein Schiff haben wir noch. Nee, zwei Gegner. Zwei gegen fünf, ja komm, das haben wir doch. Vitus, du machst das. Eins ist rechts hinter dir und eins direkt vor dir. Ja. Ja, das ist die Frage, hole ich das hinter? Aufbauten, aber nicht der Schornstein. Das hinter dir, das nur ein anderer. Also geh mal lieber nach rechts. Ey, Lattendieter, kennst du denn auch Aale Dieter? Was? Hab ich jetzt nicht verstanden. Aale Dieter ist vom Fischmarkt. Mogulito schreibt jetzt, lass das mal mit Armor Piercing, da muss man die Schiffe breitseiten im richtigen Winkel treffen. Oh. Ah, ja. Ja, okay. Also dann mache ich wieder auf die erste, ja? Ja, damit kannst du halt Sachen in Brand setzen. Das ist, glaube ich, gerade so in den ersten Stufen mal ganz hilfreich. Okay. Muss natürlich auch treffen dafür, ne? Die Beiboote zielen. Also das ganz schön harte Worte hier. Also ich lebe ja noch, Steffen, ne? Hey, du bist sehr gut. Nein, du machst das ganz gut. Toll. Ja? Und wir führen ja auch, oder sehe ich das absolut. Falsch? Ich glaube, wir führen ja. Aber sowas von. Und Vitus hat auch 3 Kills, also das ist schon mal nicht ordentlich. Die Kroh hat auch einen Kill. Ja, klar. Hat jemand umgefahren. Hey, aber er ist vor mir gestorben, das zählt.
Ich bin John Rambo, das Boot. Vor dir ist ein U-Boot, sag ich schon. Eisberg? Ja, ja, das sehe ich. Der Eisberg ist quasi ein natürliches U-Boot. Ja, das stimmt. So rein philosophisch. Da bin ich auch ganz glücklich, dass das für die Schifffahrt demnächst nicht mehr so ein Problem ist. Eisberge. Ja, das stimmt. Da bin ich so froh. Die Titanic, die hätte einiges reißen können. Ja, wirklich. Wäre die doch einfach nur 100 Jahre später gekommen. So toll. Vitus zielt ein wenig zu hoch, sagt Gurkenclub TV. Okay, ja, aber ich dachte, ich soll auf die Aufbauten zielen. Ja, aber treffen sollst du trotzdem. Ja, das ist immer so, ist immer schwierig zu treffen und gleich. Ja, da war der Eisberg. Hast du einen Walross gerade getroffen? Ich glaube schon. Ich glaube, du hast gerade einen Walross erwischt. Nein, das ist nicht gemein. Gibt das extra Punkte? Dann kannst du nachher in die Küche bringen dann. Oh. Ja, dann einen Tick runter noch. Bisschen weiter unten zielen, sagt XXX. So? Aufbauten ja, Schornsteine nein. Okay, okay. Ungefähr Wasserlinie. Aha. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, ja, ja. Ey, das Schiff ist doch sowas von. Ja, den habt ihr auf jeden Fall gleich. Den habt ihr auf jeden Fall gleich. Das wird sowas ein easy von. Win hier für uns. Ich spare so lange, bis ich dann so ein Mein-Schiff habe oder AIDA. Oder Traumschiff. Das Traumschiff. Das ist übrigens mein Plan für die Zukunft, ja? Also irgendwann Kapitän auf dem Traumschiff zu sein. Ey, das ist der Kapitän Krugmann, wird ziemlich gerne. Aber die ganze Dubstep überall. Kapitän Krugmann. Sehr gut. Okay, es gibt noch eins. Ja, hinter dir ist noch eins. Aufgestiegen als Küchenchef. Zum Kapitän. Ey, das fände ich richtig geil. So. Ja. Weißt du, wer macht das gerade? Wer ist gerade der? Hier ist doch hier, wie heißt der Schlager-Dude? Joyce Ick. Silbereisen. Ja, Florian Silbereisen. Der ist gerade der. Der Kapitän auf dem Traumschiff, Leute. Nein. Das müssen wir verhindern. Ja, der hat es denn dahin geschafft? Traumschiff-Kapitän ist genauso prestigeträchtig wie Tatort-Kommissar. Das stimmt. Aber ich spüre zwischen Florian Silbereisen und mir. Gewisse parallele Vibes, muss ich sagen. Ihr beide die gleiche Energie. Also, einmal mit Zusatzstoff und einmal ohne. Und ihr habt beide einfach so die Liebe für Musik. Eine natürliche Liebe für gute Musik. Ich liebe Stefan Mross. So. Los, Vitus Randa wird geschrieben. Ja, ja, I try. Mach coole Hits hier. Ja, mach's gut. Ihr seid jetzt noch zu zweit tatsächlich, aber ich glaube, das kriegt ihr trotzdem ganz gut hin. Aber der Gegner ist ja ganz gut. Vitus, vermassel uns das jetzt nicht. Bring uns den Sieg nach Hause. Dieser Druck, der auf mich lastet. Ja, du musst dich noch ein bisschen drehen, so frontal hast du nur drei Geschütze. Und weißt du, wen ich kochen lassen würde? Captain Iglo, ganz genau. Finde ich gut. Ich hätte jetzt eher gedacht DJ Ötzi, aber gut. Nein. Ja, der war ja mal Koch, wissen viele nicht. Ja? Ja, ich glaube schon. Nee, aber da... Ja, ein bisschen zu hoch. Es ist zu hoch. Also du hast auf jeden Fall Lebenspunkte-Vorteil, Vitus, aber wenn der jetzt gleich deinen Kumpel zerstört, dann ist 1 gegen 1. Ne? Ja, finde ich nicht gut. Dann gilt, Hedy zählt. Schwierig. Rüdiger! Nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! So, und damit ist es 1 gegen 1. Vitus ist unsere letzte Hoffnung. Leute, ich hab mir das eigentlich anders vorgestellt heute. Vitus. Vitus! Ey, hol dir doch Schutz von so einem Eisberg. Der ist doch da irgendwo. Ich riech den doch. Lass uns spotten, wo der ist, dieses Schwein. Wir können ihn doch nicht sehen. Es riecht nach Angst. Walross. Ah ne, das war ich eben. Es riecht nach Angst. Schleichwart. Da ist er doch! Da ist er doch! Vitus! Ja, ein paar gute Hits. Ey, da war ein bisschen was drauf. Er auch. Ja, auch bei dir. Ja, ein bisschen zu hoch wieder. Deine Hits waren auch nicht schlecht bei dir, muss ich sagen. Eben war es noch 2 gegen 5. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Problem gelöst. Naja. Also er hat noch so ein Fünftel Energie, du hast noch halb. Das muss machbar sein. One versus one am Ende ist echt selten. Da ist er. Dann lass uns da direkt... Alter, komm. Ein bisschen weiter vorhalten. Ja, ein bisschen weiter vorhalten. Ja, gute Hits. Das waren gute Hits. Deine größten Hits waren es. Oh, ja. Ja, war's okay. Ah. Er trifft aber auch ganz gut gerade. Ah, zu hoch. Schade, Mann. Mehr vorhalten, ja. Sehr gut, die waren gut. Bombinski waren die. Aber er bumst dich auch richtig. Oh, du brennst? R. R. Ich kann noch nicht. Oh. Komm schon, Vitus! Komm, Vitus! Ja, doch nicht so viel! Keine Gnade mit ihm, Vitus!
Oh. Hämmer, ja, ich bin dabei. Ballas. Feuer ist aus. Feuer ist aus. Eine Millisekunde früher hast du ihn erwischt. Eingeschifft! Eine Millisekunde früher. Ich habe mich zweimal eingeschifft schon. Alter, geil. Schön, Leute. Jawollo! Ja, richtig gut. Junge, mein Herz. Okay. Das war wirklich knapp. Das war knapp. Ehrenlos getötet, wirklich. Nein, nicht wahr? Mega gut. Ganz gut. Und die Kombüse ist kaputt. Die Kombüse ist jetzt einfach, die ist jetzt im Arsch, ja. Können wir nochmal bitte... Wir können jetzt mal gucken, ob wir neue Sachen erforschen können. Es gibt verschiedene Sachen. Ihr könnt auch erstmal auf Ausrüstung gehen. Ja. Da habt ihr immer die Ausrüstung eures aktuellen Schiffes. Und da könnt ihr auch immer sehen, was ihr braucht, um weiter zu forschen. Oben in der Mitte ist Ausrüstung. Ja. Genau. Okay. Und wenn du das Chatfenster wegmachst, dann siehst du, einfach nur minimieren das Fenster. Genau. Dann siehst du, du kannst hier das noch erforschen. Und du kannst unten links das die nächste Klasse vom Schiff erforschen. Mhm. Und dann geht's in. Vielleicht kriegen wir schon Level 3 jetzt gleich hin. So, erstmal das verbessern. Ich brauche noch ein bisschen bis Level 3. Ja, so ein, zwei Siege noch. Ich kann tatsächlich noch schon Level 3. Let's go. Ich habe mir schön ein neues Schiff gekauft. Schon mal. Die ist aber nice. Was hat die für Features? Er ist auch wieder ein Kreuzer. Das ist jetzt die Füsilier. Mhm. Und die ist ein bisschen fixer unterwegs. Und die kann sich vor allem sehr gut tarnen. Also sie ist sehr schwer zu entdecken. Geil. Das ist ganz geil. Das ist echt geil. Nee, dann lass einfach direkt wieder rein. Ja? Dann mach mal wieder bereit hier in der Division. Ich bin bereit. Dann bringe ich jetzt schon mal ein Level 3 Schiff mit und ihr Level 2. Passt auch. Also, ich war ein bisschen zu aggressiv, muss ich mir eingestehen. Ja. Ah, du hast jemanden getötet. Ja, natürlich. Was hast du gedacht? Also, das zählt. Was hast du gedacht, Steffen? Ich bin mit dem Rudel unterwegs. Ich bin einer der wildesten auf dem Wasser. Ich fand das ziemlich wild von dir, ja. Das war sehr wild. Ja, ziemlich wild. Und rücksichtslos, aber... Ich bin Manta. Der Stille. Du bist ein Manta. Werde eins mit dem Manta. der bin ich. Ja, gut. Hier sehen wir auch die verschiedenen Klassen. Es gibt Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und U-Boote. Und wir haben jetzt das erste Mal auch einen Flugzeugträger mit unserem Team und auch wahrscheinlich auch ein Gegnerteam. Die sind ein bisschen tricky. Da müsst ihr gucken, da kommen so Flieger an. Die werden in der Regel automatisch weggeschossen von eurem Schiff. Ihr könnt aber, wenn ihr in die Richtung von dem Schiff guckt und O drückt, könnt ihr eurem Schiff sagen, bitte die Richtung, da kommen Flieger. Okay. Und dann geht eure Luftabwehrmannschaft da in die Richtung. Und also O für O, da kommen Flieger. O wie O, Obacht, aus der Richtung kommen. Alrighty. Ja. Okay, also Vorhalten ist wichtig, Tiefzielen ist wichtig. Genau, du kannst eher die panzerbrechende Munition, panzerbrechende Munition eher versuchen, die Wasserkante zu treffen beim Schiff. Ja. Und mit der ersten Munition, mit der HE-Munition, lieber Aufbauten versuchen zu treffen. Okay. Ich rödel hier mal wieder mit ein paar Torpedos rum und schau mal, was ich wegkriege. Finde ich gut. Und das ist jetzt Herrschaft, ne? Also Eroberung. Ja. Genau, es gibt jetzt die drei Gebiete in der Mitte und wir müssen am meisten halten oder halt wieder alles umlegen, was geht. Verstehe. Ich fahre immer so ein bisschen vor, also ich bin nicht so der Teamspieler, merkt ihr vielleicht, aber dafür kann ich vielleicht schon mal so ein, zwei Leute wegziehen. Und ich versuche euch, die gegnerischen Zerstörer, ein bisschen vom Leib zu halten, weil die Torpedos sind echt hart. Also die sind hart, die sind fies. Ja. Mal gucken, ob wir es noch bis zu U-Booten schaffen. Aber ich glaube, könnte schwierig werden bis Level 4, aber schauen wir. Also ich wurde auch tatsächlich eben in der ersten Runde einmal von so einem Torpedo angehittet und dann sofort ein Drittel von meinem Leben komplett weg. Ja, also die Torpedos sind schwierig zu benutzen, weil du halt gut vorhalten musst, weil die sehr langsam sind und so, da musst du schon ein bisschen schauen. Aber dafür, wenn die treffen, dann hart. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. So, da haben wir schon ein feindliches Schlachtschiff. Das ist vielleicht für mich ein bisschen zu viel. Ah ja, und dann kann ich das so auswählen. Ich wurde jetzt direkt entdeckt. Von was wurde ich denn entdeckt hier schon wieder? Vielleicht, liebe Leute, könnt ihr mir mal Tipps geben, weil ich habe jetzt einen Zerstörer und einen mit sehr viel Tarnung. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ich das am besten einsetze. Ich habe zwar keine Nebelwand leider, aber... hoch. Dreht euch, Geschütztürme, dreht euch! Sich einfach hinter einem Felsen versteckt. Miese Schuhe. Komm her. Oh shit, Torpedos! Oh, viele Torpedos! Oh shit, ich bin gleich tot, glaube ich. Dreh dich doch! Nein! Oh.
Steffen! Alter, da kamen so viele Torpedos gerade angefahren, da konnte ich nicht gesehen. Viel machen. Eieieiei, da hat er mich ordentlich weggezogen, der Gegner. Das ist einfach. Oh, ich guck mal bei. Und, wie lange dauert's? Ach, die brauchen zu lange. Am besten nicht schießen, nur Torpedos. Okay, guter Tipp, dankeschön. Zerstörer geht gegen Schlachtschiff, Schlacht gegen Kreuzer, Kreuzer gegen Zerstörer. Am besten nicht schießen, nur Torpedo und dann Stealth-Zerstörer. Okay, alles klar. Versuche ich das nächste Mal weniger zu schießen und irgendwie nach vorne zu jödeln. Danke für die Tipps, liebe Leute. Ihr seid fantastisch, wie immer. Das können wir gebrauchen. Oh Gott, ich bin hier. Das ging zu schnell. 3 gegen 1 hier. Ja, ich beobachte dich, Vitus. Ach, guck mal, wie schnell der ist. Der haut einfach ab von meinem Regen hier. Einer hat gehittet, okay. Hier ungefähr. Das könnte ungefähr die Geschwindigkeit sein, wenn wir weitermachen. Ah, gut manövriert, Vitos. Rechts von dir ist nur ein Schlachtschiff, da musst du ein bisschen aufpassen, aber ansonsten. Ja, ich versuch da weg. Wegen Torpedos unregelmäßige Geschwindigkeit. Ja, der hätte ich wahrscheinlich bremsen sollen einfach. Ja. Es dauert ja auch, bis da so ein. Wenn man dann so ein Ding mal bremst hier. Ja, aber das ist das Gute an Zerstörern, die sind ja relativ fix und relativ gelenk. Also mit denen kann man gut. Schnell sich bewegen, so. Aber der Gegner ist auch ziemlich gut. Der hat mich getötet, jetzt unser Kollegenschiff da gerade. Das ist schon ordentlich. Genau, und reindrehen. Das habe ich eben auch gerade versucht. Das hat gar nicht mehr funktioniert, weil ich die Torpedos so spät gesehen habe. Ja, die sitzen noch alle. Die sitzen noch alle. Bam, 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 ins Face rein. Bitch. Nee, Kreuzer ist sehr gelenk, habe ich gesagt. Nee. So, komm, Vitus. Ich sehe es doch. Du hast da noch einen im Visier. Ich sehe das doch. Ja. Schauen wir mal, was das wird. Wir freuen uns auf jeden Fall. Währenddessen schießt Krogi von ganz hinten zu dir. Kommt übrigens gerade ein Zerstörer mit Torpedos gefahren, Krogi. Der ist links neben dir. Da hinten, genau. Versuch den mal wegzuschießen, dann müsstest du eigentlich hinkriegen. Er hat nicht mehr 4 AP. Bevor er dir gleich da seine Torpedos reindrückt. Ja, fast. Der ist auf jeden Fall gut da, der Kollege. Da müssen wir da vorziehen, ja. Ich ramme diese. Er hält immer noch? Das kann nicht wahr sein. Jetzt, komm. Der wird doch heutige Quatschmunition. Oh, du hast, Achtung, Torpedos in deiner Richtung. Ja, Vitus ist festgekommen aus der Karte raus. Torpedos 8000. Oh. Ja. Ich habe auf jeden Fall einen habe ich. Sehr gut. Krogi, sehr gut. Und ich habe R gedrückt, wie es der Chat mir befohlen hat. Fantastisch. Problem ist gelöst. Problem ist gelöst, Chat. GG, jetzt schon. Gegner 0, Krogi 1. So nämlich. Gaming und Gewalt. Da hat auf jeden Fall die Frikandel im Gesicht hat geholfen, würde ich sagen. Alter, ich hab den Frikandel weiter. Die Sättig, die bringt Energie und die konnte Krogi sofort umsetzen. Das komm, Hit. Ja, easy Hit. Gut. Hallo. Irgendwie dauert das Drehen gerade total lange. Ja, weil du am Dingens festhängst am Ende der Map. Aber lass mich doch wenden, ich will doch weg! Der musste halt mal paddeln. Da müssen die Leute erst ihre Ruder rausholen, das ist halt schwierig mit so einem Schiff. Der ist gut. Komm. GG, Leute, Gaming und Gewalt. So nämlich. Ja, ist so. Machen die fertig. Ihr habt noch 4 Gegner auf jeden Fall, davor haben wir aber noch ein Schlachtschiff. Ja, aber die können doch nichts. Die wird sogar stehen, was ist mit ihm? Vitus hat auf jeden Fall 2 Kills. Krogi auch schon einen Kill. Sehr gut. Riecht stolz auf euch, Leute. Danke, danke. Ja, riecht stolz auf euch. Das ist geil. Könnt das den ganzen Tag machen. Seid ihr gerne auf Schiffen? Könnt ihr das gut ab? Ey, wenn die eine geile Kombüse haben, ist geil. Was ich immer geil finde, ich bin auch immer gerne so auf Auto fahren. Ich weiß nicht warum, ich finde es mal geil. Das hat so einen rustikalen Charme, so ein Auto wäre. Das ist halt alles irgendwie so 70er Jahre eingerichtet. Da ist so ein Typ mit der Mikrowelle, der die Kombüse macht. Aber der macht richtig geile Sachen. Schöne Nudelsalat, Frikadelle, let's go. Du hast vollkommen recht.
Ich finde eh so sehr hausgemachte Frikadellen, Alter. Oh, ey, und die in einer schönen Kantine. Das ist schön mit Senf. Oh, ey, von Lattendieter, wenn er die macht, ist einfach so nämlich. Was dann auch richtig geil ist, man kann ja in Hamburg, wenn man hier so ein Stadtticket hat, kann man ja auch hier Fähre fahren. Mhm, das ist tatsächlich ganz geil. Ja, das stimmt. Da haben wir Bock. Hab ich noch nie gemacht. Fähre. Würdest du das empfehlen? Ja, macht Laune. Ey, im HVV ist das halt mit drin. Die Fähre ist einfach geil. Kannst du schön mal am sonnigen Tag dir schön einfach mit die Elbe schippern, hoch und runter. Schön auf Teufelsbrück, Finkenwerder. Genau. Alles mitnehmen. Geil abhängen. Strandperle. Alles mitnehmen. Schön, genau, hier Elbstrand. Ja. Richtig geil. Dann noch ein Patent machen. Fertig. Ein Patent? Schnapspatent. Boah, wie du es hier im Nahkampf. Ist aber hier gar kein Stress für uns. Guck mal, alle sitzen. Jeder Hit ein Treffer. Ja, das macht Vitos. Das sehe ich gar kein Problem. I hope so. Dann ist der Lack ab hier. Na, er hat mich gerade sehr gut erwischt, tatsächlich. Ja, du hältst ihm auch gerade so den Hintern hin. Ich mag das aber auch. Ich halte gern meinen Hintern hin. Okay. Ey, das ist halt voll in Ordnung für dich. Hey, whatever floats your boat. So ist es. Ja, sozusagen. Ja, wir spielen natürlich jetzt erstmal hier auf den niedrigen Tiers. Das ist klar, dass wir jetzt noch nicht mit den Profis spielen, liebe Leute. Nein, aber da brauche ich mir nicht so ein Bild. Wir lernen noch. Ihr seid unsere Coaches, liebe Leute da draußen im Chat. Hier sind unsere Coaches. Guck mal, da ist der Dreh. Aber ist es der zweite Sieg? Das ist der zweite Sieg. Ehre. Geil. So nämlich. Ehre. Schön. So muss alles für euch. Alles für euch. Ich war jetzt nicht so hilfreich, aber ihr habt das gut gemacht, Leute. Ihr habt das sehr gut gemacht. Ja. Denn so bauen wir Kapital auf. Indem wir gegnerische Schiffe einfach versenken. So kann ich mir ein Schiff. Oh, 1500 Erfahrung bei euch, dann baue ich noch ein bisschen was. Geil. Könnt ihr jetzt schon Level 3 Schiffe bauen oder was ist das bei euch? Ich weiß nicht, wie viele Punkte hast du? Das sehe ich jetzt. Zugangsstufe 4 freigeschaltet. Ah, sehr gut. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Spielen Sie zwei Gefechte, um die nächste Zugangsstufe freizuschalten. Ich muss noch zwei Gefechte spielen für die nächste Zugangsstufe. Ja, geh mal um auf Ausrüstung. Ausrüstung. Genau. Muss das Chatfenster sein? Ja, genau. Dann kannst du. Ja, nee, noch nicht ganz. Du brauchst das hier für die nächste Stufe. 2200. Und du hast 1800. Also noch ein Match, dann könnt ihr auch Stufe 3. Noch ein Match und dann habe ich Stufe 3. Ja. Ja, komm. Wann kann ich ein U-Boot spielen? Ich glaube, es gibt keine holländischen U-Boote, glaube ich. Hey, was ist das denn für ein Land? Ich glaube, das ist schwierig. Was ist das? Ja, weil die nicht zu verstecken haben. So nämlich. Das sind so mutige Kanterproben. Die spielen nämlich einfach fair. Ja. Ja. So. Macht mal bereit, liebe Leute hier, Division, dann bereit. Ja. Dann können wir noch eine Runde drehen. Ihr wollt doch auch mal bessere Schiffe haben. Ich meine, mein Level 3 Schiff hat mir gerade überhaupt nichts gebracht. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Aber gut. Wenn wir dann so schnell sterben wie du, dann wollen wir keine Level 3 Schiffe. Ich will einfach nur gegen Bots spielen. Mehr will ich einfach nicht in meinem Leben. Let's go. Das reicht. Bots sind super. Das reicht. Was würden wir ohne Bots? Ich hab schon. Ja. Genau, wir spielen Zufallsgefechte. Das bedeutet, es gibt andere Spieler mit, aber die Teams werden aufgefüllt mit Bots. Naja, ich meine, Venera sagt, ab Tier 5 gibt es Gegner. Ab Tier 5 kommen mehr Gegner, genau. Also, wir haben ja jetzt auch schon richtige Spieler bei uns. Wir haben hier zum Beispiel Tommy Salamis bei uns drin, Shield Tester, Brooker Freed, Koschma. Also, es sind schon ein paar Gegner drin. Aber die Teams werden dann aufgefüllt mit KI. Aber das sind, glaube ich, nicht die, gegen die wir verlieren. Mal schauen. Genau, und ab Tier 5 wird gerade geschrieben, gibt es dann gar keine Bots mehr. Okay. So, das gleiche Map wie eben, das kriegen wir doch hin. Ich versuche mich diesmal ein bisschen bedeckt zu halten und nicht zu schießen, so wie es mir der Chat gesagt hat. Das wird bestimmt richtig gut funktionieren. Macht es Sinn, direkt am Anfang mal so einen Warnschutz irgendwo hin zu schießen? Nee, ich glaube nicht, weil dann wirst du leichter entdeckt. Ja, verstehe. Wenn man jetzt so hinter so Bergen fährt, dann wird man nicht so schnell entdeckt. Ja. Okay. Dann könnte man so sneaky mal so in See stechen. Torpedos verraten dich nicht, okay? Drück mal P als Destroyer. Okay, was ist das? Was ist P, liebe Leute? Was hab ich? Alter, ich habe einen sekundären Flak. Ja, okay. Ich habe einen sekundären Flak. Okay, ist schon ein feindlicher Zerstörer auf jeden Fall unterwegs. Alter, war ich so fertig, Alter. Ah, ich wurde schon wieder entdeckt, obwohl ich. Na gut, wahrscheinlich, weil ich zu schnell unterwegs war, oder? Naja, egal. Düse jetzt einfach mal durch. Ich lasse jetzt aber den feindlichen Zerstörer hier auf der linken Seite mal in Ruhe und fahren wir mal gerade geradeaus und können. Ich gehe auf den links, Schiffe. I try. Ich mach einfach mal.
ist ein kleiner Boy unterwegs zu mir. Ja, da musst du aufpassen, genau. Aber kriegst du hin, ich glaube nicht. Das ist halt voll schnell. Ah, jetzt zieht er. So, jetzt zieh mal schön einen Maschinenboost jetzt hier los. Ja, irgendwie ist der weg. Hallo? Torpedos. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, bin tot. Ach, das sagst du nur so. Nee, bin tot. Bam! Ist der Chat stolz auf mich? Ich hab einen erwischt. Ja. Wir haben Chat ist mega stolz auf dich. So, dann versuche ich uns mal ein Schlachtschiff hier zu stammen, aber erst noch einmal Kreuzer. Hab ich hier gerade. Nee, muss noch nachladen, meine Torpedos. Das habe ich gerade auch einfach nicht schnell genug gecheckt, dass da Torpedos kommen. Dein T3-Zerstörer hat schlechte Tarnung fürs Level, aber der hat doch irgendwie 90% oder irgendwie so. Na egal. Komm, ich mach dich fertig. Na, da habe ich euch ein bisschen zu spät Torpedos geschossen. Ja, die sind da vorbeigezogen, die Torpedos, aber geht schon. Ah! Ein Torpedo. Ein Torpedo. Boah, aber der Kollege hier, der hat da auf jeden Fall auch nicht aufgeräumt gerade. Problem gelöst. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Die weiße Linie beachten. Achso, ja, 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 auf jeden Fall. Ich weiß ganz genau, was ihr meint. Was meint sie damit? Weiß ich nicht. Ja. Was meint ihr mit der weißen Linie? Der graue Bereich von 400 Torps sagt dir, wo die landen, dass sie einfach weiter werden. Ah, okay, danke schön. Das ist sehr hilfreich tatsächlich. Das wusste ich nicht. Da muss ich gleich mal gucken. Die weiße Linie zeigt, wo ich hinschießen muss, wenn der einfach so weiterfährt. Also da ist quasi... Ah, okay. Danke vielmals für den Hinweis, liebe Kollegen aus dem Chat. Bam! Danke, liebe Leute. Das sind richtig gute Tipps. Ich finde das richtig gut, wie wir es hier machen, liebe Leute. Wie, was die weiße Linie? Nee, wenn bei Torpedos ist das. Bei Diana ist alles cool, bei den Torpedos ist es wichtig. Dankeschön, Leute. Habe ich nicht gecheckt. Das ist Hammer. Genau so, das ist doch, Alter, perfekt. Jetzt bin ich schon richtig hyped hier, Leute. Das freut mich sehr, wirklich. Ich bin ein richtig gutes Team. Richtig gutes Team sind wir, liebe Leute. Wir müssen es jetzt eigentlich nur noch hinbekommen, dass wir nicht sofort einer von uns ausgeschalten wird. Ja, das ist halt, also Torpedos sind halt wirklich, ne, entweder stirbst du oder der Gegner stirbt. Ja, also es ist furchtbar. Das ist echt hart. Im besten Fall stirbt der Gegner. Chat ist strong, ja, eben. Einstellung, wenn man ein anderes hat, wir, dann guck ich gleich mal. Ah, der ist 5 Kilometer entfernt, jetzt soll er mal sterben. Ja, Damage. Damage hier. Damage. Ja, ich sehe doch, das macht ihr. Ja, das klingt ich tarn mich jetzt hier wieder schön. Die weiße Linie gilt auch für Kreuzer und Schlachtschiffe. Ich meine, es gilt für Torpedos, meinte ich, genau. Also Krogi hat diese weiße Linie, glaube ich, nicht, weil er keine Torpedos hat. Sondern nur die Kanonen. Die Artillerie. Weiß, dass er so da heißt steht. Das, weiß, dass er da steht, da ist er halt. Ist er auch irgendwo einer, ich sehe das doch. Hat er ja heute sich tarnen, aber es hat ihm nichts gebracht, weil ich zäh bin. Ich bin zäh! Wie zäh die Anaconda! Zähestes Tier. Unser Sieg ist in Sicht, Leute. 1700 Schaden, beim miesen Schwein. Jetzt zieht er sich zurück. Yeah. Nächste Fahrt geht rückwärts nach unten. Damage. Er will Teil des Eisberges werden, Steffen. Soll er doch. Jetzt will er in die andere Richtung. Kann Pinguine zählen. Ich kann auch nach vorne zielen. Das ist kein Problem für mich. Wir haben den manchmal mit Kanonen weg. So. Das sieht doch richtig gut aus hier, Leute. Was ein... Oi. Ist er down? Er ist down. Er ist so down. So, jetzt hol ich mir das Schlachtschiff hier einmal. Get down for what? Get down! Das ist einfach alles geil. Wie ein guter Schauspieler sagen würde. Das Schlachtschiff hole ich mir hier. Oh, da kommen. Ich wusste gar nicht, dass Etienne immer Get down sagt. Get down on it. Da fliegen doch die Torpedos. Schwimmen die Torpedos? Schwimmen. Ja. Double Damage! Weg mit dir! Double Damage! So nämlich! Was ist das bitte? Krieg Nummer 3. Jawohl. Die niederländische Armee!
Und das alles nur, mal durch. Das alles nur, weil ich aus dem Chat den Hinweis bekommen habe. Vielen Dank. Das alles nur wegen den Frikandeln. Liebe. Und wegen den Frikandeln, ja. Das Zieltreffer mal 48, verteidigt mal 4. Guckt euch das an. Nice. Schaden 14.500. Der du, Hammer. Schaden 45.000. Aber ist mir egal. Ich freue mich darüber. Ja, die Torpedos sind halt crazy. So. Ja. Torpedos sind crazy. Hammer. Hammer, oder? So, ich habe ein neues Schiff, Leute. Ja, gut. Ich habe ein neues Schiff. Hey, ist das? Die Kolberg. Alter, Kolberg, schau mal. Kolberg. Oh, schön. Schönes Ding. Schönes Ding. Verborgenheit 77. Ja. Ich gönne mir hier mal so einen schönen neuen Turm. Find ich gut. Zack. Also, kaufen, erforschen, kaufen, ja? Ja, guck mal, ja, genau. Die Java. Mhm. Die Java kommt jetzt. Kaufe ich mir. Da ist er, da ist er. Ui, Hammer, die läuft nur mit KI. Keine, Hammer. Nur ein Rettungsboot. Ja, ein paar mehr. Ja, ach, guck mal, Sonnenliegen. Wer braucht ein Rettungsboot? Du hast Sonnenliegen? Ja, klar. Ja, egal, du hast Sonnenliegen. Für ganz lange Beine. Rickard Longleg. Ja, Hammer. Schön. Nehme ich. Läuft doch, Leute, läuft doch. Niederlande, wohl eher Siegerlande. Siegerlande. Nice. Ja, jawohl, hey, Leute. Stark. Hammer. Ja, dann rein da. So, rein da wieder an, siehst du. Okay, ich weiß nicht, wieso, aber es macht mich richtig süchtig. Was ist das bitte? Seid ihr bereit? Das ist wirklich geil. Es macht so Spaß. So, Stufe 3 sind wir jetzt schon. Das läuft doch ganz gut hier, Leute, bisher. Ne? Ja. Also, wir sind ein richtig, richtig gutes Team, sind wir. Richtig. Ja. Welches Level wollen wir erreichen? Also, ich glaube, wenn wir 5 wäre schon ganz gut. 5 wäre gut. Okay. Ja. Ohne Ausrede, ja? Also, ich hab bisher auf dem Account jetzt hier irgendwie bis Level 4 oder so gespielt, glaube ich. Also, noch nicht super viel. Aber jetzt am Anfang kriegt man natürlich schneller Schiffe dazu. Und das wird dann hinterher natürlich ein bisschen schwieriger, die Erfahrungspunkte zu sammeln. Dann braucht man natürlich immer mehr irgendwann. Okay. Das ist natürlich vollkommen klar. Ich find's geil, dass das so schön entspannt ist. Das, also stimmt, das ist, ja. Ist nicht so stressig. Es ist nicht hektisch. Ja. Es ist einfach ein bisschen zielen, ein bisschen abwarten und einfach machen. Kommt aber raus. Ich finde, dann bist du nicht richtig drin im Kriegsbusiness. Ja? Nee, ich will damit nichts zu tun haben. Mich nimmt das richtig mit. Die ganze Besatzung auf meinem Schiff, ja. Die stehen unter meinem Kommando. Ja? Nee, ich bin da der Kommandeur, der schickt die da rein. Wir Niederländer, wir sind eh ein bisschen entspannter normalerweise. Stimmt, ja. Aber du kannst halt nicht mehr unter Deck gehen, weil alles ist grün, du siehst nichts. Deswegen stehen die alle ober Deck. Ja. Ah, das finde ich gut. Das ist schlau. Ja. Find ich schlau. Und da haben sie natürlich Panik. Aber wie willst du dann Frikandeln kochen, wenn der Koch nichts mehr sieht? Ja. Der kocht die auf dem Grill Oberdeck. Ich habe so einen Automaten. Nein, ich habe einen Automaten oben. Ach so. So einen Frikandelautomat. Packst du 2 Gulden rein und dann geht's auch schon raus. 2 Gulden. Ja. So, auch das, die Map ist interessant. Die ist ein bisschen, da ist so eine riesige Inselkette in der Mitte und da gibt's quasi nicht so viel, wo man Mitte durchfahren kann. Wir fahren in Richtung A, Leute. Ja, wir fahren einfach Richtung A und machen da Krieg. Ich finde so, okay? Also tropisch, da hab ich direkt Sommervibes. Da möchte ich hin. Lasst mich dahin. In meinem neuen Schiff, der Kolberg. Abfahrt. Der BB, so, okay. Schlachtschiff, ist mehr der Sniper aus der Distanz. Wer hat den BB? Niemand bisher. Ah ja. Also, haben noch keine Schlachtschiffe. Es gibt auch einen Autopiloten, ne, auf M. Naja, wo sollte der hingehen? Ja, aber das ist doch... Ey, soll ich jetzt die goldene Munition nehmen? Was habe ich jetzt für ein Schiff? Du nimmst weiter die... Rote. Rote, ja. Ja. Glaub. Also dann ich auch, glaube ich, ne? Chat. Wir nehmen die 2. Ich glaube auch. Kreuzer lieber Armor-Piercing, oder? Ich möchte... Old Snake zitieren, denn bei uns im Schiff heißt es wieder Hotbox im ganzen Pott. Finde ich gut. Sehr gut. Finde ich gut. So, dann gucken wir mal, ob wir hier direkt A einnehmen. Ich scoute ein bisschen für euch, das ist anscheinend meine Rolle. Ja. Zu scouten und Torpedos abzufangen. Ey, du bist ein Model Scout für mich. So. Ja. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesehen. Aha. Aha. Mhm. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen hier, 12 Kilometer. Ist nur ein Kreuzer, also noch nichts Schlimmes. Aber ballern, geballert werden darf schon, oder? Ihr dürft schon ballern, ich baller noch nicht, weil ich ja hier mich anschleiche. Mir ist er noch ein bisschen zu. Wie so ein Aal. Ich bin eher so nicht der Mannschaft, sondern so der Aal. Bist du einfach ein richtiger Aal. Ich glaube, der will mich treffen, der. Wie heißen diese Dinger, die so in meine Rohren drin setzen und dann so rauskommen? So? Das ist natürlich, Ihr wisst, was ich meine. Die auch ein bisschen hässlich aussehen. So Moräne. Ich bin so eine Moräne. Stephanie Moräne. Die gelbe Universal als Munition, um Leute in Brand zu stecken und die rote für schwere Schiffe. Okay. Also ihr könnt auch mal switchen zwischen euch. Den holen wir uns, komm Leute. Den hab ich schon ordentlich damit. Ich zieh da direkt mal drauf zu, hier auf den Gegner und dann lass dann schön meine Torpedos fliegen. Und dann kann der uns mal. Ja, bitte. Der kann uns mal, ja. Am
Achterdeck lutschen. Ey, er soll mich sowas von Schifflingo. Torpedos voraus. Ah, hier ist aber auch ein feindlicher Kreuzer irgendwo, der hier mit Torpedo schießt, aber natürlich nichts trifft, weil ich zu flink bin, wie eine Morena. Du bist ja Flinko Dingo. Flinke Dingo? Ja. Ich glaube, australische Schiffe gibt es tatsächlich gar nicht. Aber den Hammer, der ist weg, Leute. Ja, klar. Kabam! Schön! So, ich versuche euch mal den feindlichen Zerstörer zu orten. Piep! So macht man das mit dem Orten, glaube ich. Ja, warte, oh ja, das sehe ich ihn. Nein, sehe ich noch nicht. Piep, piep, piep. Ich nehme den Kleinen. Johnny Kleinmann. Ah, der Gegner weiß auch, sich zu tarnen. Das ist, Piep. Piep. Ich baller einfach drauf. Entweder trifft's meinen oder den Gegner. Wir haben es auf jeden Fall schon erobert, hier den Posten. Also wir sind sehr gut. Unsere Teamkameraden sind bisher so, boah. Ja, weil die kein Gehirn haben wahrscheinlich. Piep. Ich ort nix, um ehrlich zu sein. Warte, ich helf dir mal. Ortest du mit? Piep, piep, piep. Piep. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Sieht aus, als würde er Jetski fahren, dieses. So nee, komm, hier, Vitos, was wir jetzt machen, ist, wir fahren jetzt hier schon mal hinten rum und fallen den Leuten, die Gegnern in der Mitte in den Rücken. Ja. So machen wir das jetzt, gut. Ja? Ja. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Ich mache aber mal Power hier, damit ich schneller bin. Mach das. Ich fahre gerade so 25 Knoten. Kann ich auf dich warten? Ich fahre gerade 37 Knoten. 38. Ja, nee. 40. Komm ich nicht ran. Es ist sehr wichtig, die Reichweiten von den Waffen des Schiffes zu wissen. Yo, wissen wir nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber guter Tipp, ja. Aber wissen wir nicht. Oh, Achtung, zu dir kommen jetzt einige, Krogi. Ja, genau, wir machen gerade so Nahgeräusche, um Überwasserboote zu ordnen. Ja, das ist richtig. Wir sind hier, wir wohnen hier in Hamburg, so macht man das hier. Aber der eine ist doch fast im Nahen. Achso, ja, stimmt. Auf der Map seht ihr auch die Reichweiten, das sind die Kreise. Also, wenn ihr mal beim Hamburger Hauptbahnhof seid und fragt, warum machen die Leute piep, piep, piep? Einfach nur, um die anderen Leute zu orten. Genau. Hamburger haben auch viel mit Fledermäusen gemein. Mhm. Wissen viele nicht. Reichweite Waffen, Map. Ja, okay. Die weißen Kreise sind. Ich dachte immer, es wäre der Ortungskreis. Und die Ortung ist, glaube ich, der blau gestrichelte. Ne? Leute. Genau, wenn ihr jetzt Bock habt mitzuspielen, app.tv.de. Also, schließ was da steht: gegnerisches Kriegsschiff zerstört. Schön. Weil das einfach meine Welt ist. Wassersport ist mein Leben. genau, wenn ihr mitspielen wollt, rbtv.de/worldofwarships-rbtv ist der Link. Und mit dem Code Warships kriegt ihr noch ein bisschen schön Kram obendrauf. Ein bisschen Premium-Geld. Ein Schiff kriegt da drauf. Dinge, die man so braucht als Seemann. Hier kommen viele Leute. Oder Seefrau. Bin nicht gut. Okay, das mit dem in den Rücken fallen hat nicht so richtig geklappt, Vitos, fürchte ich. Hier sind nämlich schon unsere Leute jetzt. Ja. Naja. Gut. Wir haben es versucht auf jeden Fall. Dann versuche ich mal hier Krogi zu helfen. Ja, bitte. Jetzt rede ich was los. Jetzt rede ich Halligalli, bist du gerade. Ja, ich sehe es. Ich gebe Gas. Meine Leute treten schon in die Pedale. Ich ramme den wieder. Ey, Ifrik ist auch im Chat. Hey, Ifrik, ne? Ifrik, alte Zange, was geht ab in deinem Live, ey? Hammer. Ah, gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Und das Schöne ist, Steffen, das Spiel ist kostenlos, ne? Genau, ist ein Free-to-Play-Spiel. Wenn ihr Bock habt, guckt einfach rein, kostet nichts. Bisschen ballern, bisschen Schiff fahren. Ich geb dem so viel Schaden, dem miesen Schweinchen. Ah, ich bin da, Kogi. Ich unterstütze jetzt. Muss nur einmal an dem vorbeikommen hier und dann werden schön Torpedos gelauncht, sag ich dir. Sind auch gerade sehr verlockend, alle so auf einem Haufen. Ja, deswegen, das ist gerade. Macht gerade Spaß hier. Ah, will er jetzt wegfahren? Hat er Angst? Hat er Angst? Ja, wo soll er hin? Wo soll er hin, ist die Frage. Und Abfahrt. Noch ein paar Schüsse hier mitgeben. Bam! Oh! Maschinenschaden, ich brenne und ich muss. Alles gut, mir geht's gut. Nichts passiert. Ich muss nur gerade ein bisschen wenden hier. Bin fast in eine Insel reingefahren. Ich wollte mal kurz gucken, was es da so gibt am Strand. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Aber war nichts. Falscher Alarm. Mann, der ist doch fast down. Ich hab doch so viel an ihm gearbeitet. Oh, den schnapp ich mir jetzt auch noch.
Meine Torpedos sind gleich wieder ready. Oh nee. Da sind sie. Wieder Torpedos hier. Abfahrt. Oh nee, ich krieg hier nur Torpedos rein. Weg da. Macht's gut, ihr Trottel. Ich muss sagen, Torpedos machen Spaß. Gefallen mir. Über die Insel drüber. Und der trifft. Irgendjemand schießt da die ganze Zeit Torpedos auf mich hier. Ich weiß nicht. Oh. Okay, der ist quasi tot hier, der Kollege. Ja, der. Weißt du, wer die, wo er die ganze Damage hergekriegt hat? Von dir? Ja. Ich hab richtig gegeben. Oh, jetzt muss ich hier mal wenden kurz. Ich nehme mir falsche Munition. Warum? Ich sollte die rote nehmen, haben sie gesagt. Ja, bei schweren Schiffen, also bei großen Schiffen, gegen Schlachtschiffe und sowas kannst du die rote nehmen, glaube ich. Und bei kleineren eher die normalen. Boah, das Schlachtschiff hier kriegt auch gleich auf den Sack. Bam! Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Läuft doch, Leute, es läuft doch. Super. Seid ihr alle noch am Leben? Ja. Ja. Ja, hervorragend. Also die meisten Schiffe liegen direkt auf dem Meeresboden. Unser Sieg ist in Sicht. Ey, das ist wirklich bisher ein sehr, sehr gutes Match für uns. Ich würde fast sogar sagen, das Beste. Ja, weil es auch Ultra war. Ja. Schon gut. Hinter mir sind gerade extrem viele. Ja, ich komme hin. Ich komme von der anderen Inselseite, um dich zu überraschen. Aber du hast auch gerade schon Unterstützung hier. Ich nehme jetzt andere Munition, wie ich es gesagt habe. Bin da. Ich nehme jetzt die gelbe Munition, ja? Schönes Ruder erwischt hier. Torpedos direkt voraus. Ach, Torpedos. Es ist ein Torpedo, der hier entgegenfliegt. Da muss man doch nicht so einen Stress machen hier. Ja. Ach, shit. Und ich hab den falschen anvisiert, das war das Problem, okay. Mein Fehler. Unser Sieg ist also er brennt auf jeden Fall, ich verstehe, was ihr meint, Chat. Oh, ich muss... Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Da hinten versteckt sich doch jemand, den schnapp ich mir. Also er brennt hart. Alter, gut ausgewichen, Mythos. Gerade. Gut. Nice. Gerade so. Der brennt sowas von heftig, ey. Das ist ein richtiger Weber-Grill vor mir. Wirklich, ey. Ja, was will er da machen, ey? Das ist ja, jetzt komme ich noch von der Seite. Den kriegen wir, komm. Hallo. Lass uns runterziehen. Nehmen jetzt eine andere Munition. Nee, doch nicht. Weißt du was, ich zieh's mit der durch. Nee, die rote ist doch gut gegen den. Ich habe jetzt die gelbe genommen. Die gelbe meine ich ja, die gelbe. Sorry, mein Fehler. Jetzt nehme ich die rote. Hab gerade gewechselt, dauert 10 Sekunden. Gucken wir uns an, respektvoll gucken wir uns an. Nehmen wir schön in die Mangel hier. Nicht gut. Und Torpedos sind raus. Schön. Ich drifte jetzt hier schön in so einen Hafen rein. Upsala, nichts passiert. Wie er einfach down ist. So, ich hab dir den Kill geklaut, Krogi. Easy. Es kommen noch zwei hinter denen. Ja, yep. Drei. Dreh um. Zwei. Alter, wir carryen hier unser Team, aber ganz schön. Ja, weil wir einfach krass sind. Ja, wir. Wenn wir Michael Reinke in der Schifffahrtsschule. Genau, gelb gegen leicht gepanzerte Schiffe, rot gegen schwer gepanzerte Schiffe. Ja, ich weiß es natürlich noch nicht. Ne? Ja, alles easy. Also das, ich weiß, ich hab's auch gelesen. Dafür sind wir hier zum Lernen, ne? Aber ich bedanke mich für die schöne Waldorfschulmethode, mir das beizubringen mit der Farbe. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was ich brauche. Vielleicht kann ich die Munition auch tanzen, ganz kurz. Das würde mir helfen. Das ist ein Spiel für Hamburger, ja, stimmt. Das ist ein Spiel für Hamburger. Für Aale. Für Aale und für Moränen. Ja. Ja, Flugzeugträger gibt's auch, genau, was gerade angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob der gemein sein will. Gibt's schon. Der brennt ja 2000 Damage auf einen Streich. Ja, den kriegst du weg. Nicht, fahren wir mal weiter und schauen wir mal, Schlacht vor. Du musst dich um gar nichts mehr kümmern. Ich mach dir sowas und fertig. Ich habe genau alles hier austariert. Ich habe alle Patente dabei, die ich brauche.
Um die rechte Maustaste gedrückt halten, dann kannst du dich umsehen, ohne geschützt zu werden. Die 1 habe ich, die 2 und die 8. Sehr gut. Rechte Maustaste gedrückt halten, dann könnt ihr euch umsehen, ohne die Geschütze zu drehen. Okay, ist cool, ich muss ihn aber eben töten, ja? Töte ihn bitte erstmal, dann sammeln. Kogi macht's richtig. Wie gesagt. Ja, er ist, weil er tot ist. Sieg! Weil er tot ist. Sieg! Was soll ich mich umgucken, wenn er doch stirbt vor meiner Nase? Schönes wieder, ja. Sieg. Supi! Jawollo! So läuft das doch. Damn. So. Eingeschifft. Siehst du, wie mein Schaden auf einmal gestiegen ist? Ey, ist ziemlich gut. 44.000 ist ordentlich. Ja, wirklich. Zwei zerstört. Hammer. In Brand gesteckt, 6-mal. Zugangsstufe 6 freigeschaltet habe ich. Alter. Nice. Läuft doch, Leute. Läuft doch. Ich habe über die Insel geschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Da bist du da gerade im Urlaub. Und dann kommen die Raketen über dich und hinter dir ist gerade der Webergrill an. Ja? Stell dir das mal vor. Präzisionsarbeit. Hammer. Machen wir gleich weiter, oder was? Ja, klar. Es gibt auch späteren Levels auch noch so Art Raids, wie ich gesehen habe. Die habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber die gibt es, wenn man spätere Level hat, auf jeden Fall auch. Ich muss Signale an meinem Schiff anbringen. Genau, du kannst Flaggen anbringen, dann kriegst du noch ein bisschen mehr, so ein paar kleine Buffs. Was sind die hier? Ja. Kannst du einfach alles durchklicken. Die sind quasi nicht nur optisch, sondern bringen auch so einen kleinen Bonus im Sinne von Prozente. Und so. Alter, Rammschaden am Gegner 50%, Rammschaden am eigenen Schiff minus 20, sowas von ausgerüstet. Das ist nice. Abfahrt. Hotel Yankee heißt das. Hammer. Wer wohnt heute nicht im Hotel Yankee? Wie viele Signale kann ich ausrüsten? 8 Stück. 8 Stück? Hm? Du kannst also eigentlich alle einmal anklicken. Das sind auch Verbrauchsgüter, glaube ich. Also die musst du später wieder kaufen, wenn du die einmal benutzt hast, glaube ich. Die gelten mal einmal pro 3 Map, glaube ich. Wird gefragt, Krogi, warum bist denn du so geil? Darf ich diese Frage gleich nicht weiterleiten? Ich bin als kleines Kind in so einen Topf gefallen. Voller Frikandel. Das war's. Okay. Java ist mein Schiffsname. Mhm. Ja. Machen wir bereit? Ja. Dann können wir gleich weiter. Machen wir gleich weiter, Leute. Von Anfang gleich weiter. Schön. Keine großen Pausen hier oder so. Nee, komm. Fahrt. Kessel voller Geilheit. So war's. Gut. Macht einfach Bock. Ja, es macht Spaß. Aber ich bin auch wirklich sehr schnell empfänglich für sowas, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ich habe überhaupt kein Suchtproblem. Aber das sagen die meisten. Ich kann immer aufhören, wenn ich will. Aber es macht auch Bock. Macht auch Bock. Was soll ich sagen? Chat, was sagt ihr? Macht schon Bock, oder? Komm. Ich kann gleich mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, dass du vielleicht Videos noch schon so ein richtig schwer, richtig dickes Schiff kriegst. Oh, das ist ja schön. So ein richtig Schlachtschiff, so ein richtig dickes. Richtig dickes. Wenn ich. Will ich das auch nochmal zeigen? Als Schlachtschiff, da könnte ich, glaube ich, sogar schon machen. Ich glaube, Level 4 kriegst du das erste, glaube ich. Oder Level 3 Staffel. Die Staffel. Nee, hier Stufe 3. Habe ich schon gesehen. Das ja, dann kannst du gleich mal, vielleicht mal, können wir gleich mal gucken. Ja, kann ich mal ausrüsten. Kann man das auch nochmal zeigen? Dann können wir das mal machen. U-Boot habe ich noch nie gespielt, keine Ahnung, wie das funktioniert. Flugzeugträger sind crazy, weil du steuerst halt die Flieger. Und du steuerst die Flieger? Was? Ja, das ist crazy, ja. Aber alle gleichzeitig, oder? Immer eine Staffel. Du kannst immer Staffeln starten und mit denen fliegst du dann los. Und die haben dann Torpedos oder Bomben oder Raketen. Okay. Dann kannst du loslegen. Cool. So, Leute. Abfahrt. Wann werde ich befördert? Bist du doch schon, oder? Bist du? Nee, ich meine, also wann ruft mich jemand an und ist dankbar, dass ich gut spiele? Das passiert sofort, glaube ich. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe. Verstehe. Du weißt, hier schöne kleine Flaggen drin. Herrlich. Ja, schön. Ja. Hier wird gerade gespielt, Hammerspiel für Omas und Opas. Ich muss mal sagen, ne? Ja. Ich finde das wirklich sehr, super entspannt, weil du kannst am Anfang ein bisschen weh drücken und dann fährt das der Brödelmann erstmal. Das ist schön. Also als Opa habe ich dafür keine Zeit. Da will ich falsche Springen und Bungee-Jump machen. Also, das ist ein Spiel für jetzt, ich sag's euch schon. Ich find's geil, wie alle direkt schon, Eloy, er ist da, E-Freak, yay. E-Freak ist gut. Guter Typ. Aber wir haben schon gesagt, E-Freak, wir müssen deine Reign of Terror irgendwann auch beenden. Das ist einfach so, wir müssen nochmal neue Leute. Reign of Terror. Vorne bringen. Ich weiß, schlimm. So.
Wir sind jetzt hier gemeinsam mit ein paar anderen Leuten in einer Richtung quasi. Und unser Team ist so ein bisschen zweigeteilt. In der Mitte ist eine große Inselkette. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Scoute wieder für euch. Da vorne kommt direkt was. Da direkt fand ich ein Schlachtschiff, ne? Guck, ob ich da rankomme. Ich kann mich da anschleichen, wie so ein Wühlschrat. Ey, ich... Ja, mach mal. Ja, okay, mach halt. Ich verstehe es schon, ja. Warning, in höheren Stufen ist das Spiel nicht mehr so entspannt. Warnung. Ja, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ja. Dann können wir noch chillen. Oh, oh, oh. Aufgeklärt? Habe ich aufgeklärt oder wurde ich aufgeklärt? Nee, ich habe aufgeklärt. Okay, ich kläre gerade hier schön auf. Die sind direkt hier? Okay. Guck mal, da sind ganz viele Gegner. Ich kläre euch die mal auf kurz. Ich kläre das mal kurz. Ja? Ja, klär das mal bitte. Damit ihr Bescheid wisst. Kann ich schon da hinkommen? Ich schleiche mich immer an der Seite. Komm, ich bin diagonal rechts hinter dir. 13 Kilometer kann ich nicht. Ah, ich wurde entdeckt, glaube ich jetzt. Versuch dir auch so ein bisschen. Ja, ich wurde entdeckt. Feuerschutz zu geben. Ich muss mal Boost geben hier. Kann ich. Ah, er ist zu schnell. Ui, er ist viel zu schnell. Dödem. Dödem. So ungefähr? Nee. So. Der Gegner weiß gar nicht, wo er hinschießen soll. Ich komme. Und? Ah, knapp. Ich möchte Lob aus dem Chat gleich haben für das, was für diese Manöver, die ich hier mache, für diese waghalsigen. Manöverkritik. Mein Torpedowerfer ist aus? Nee, er ist dann das. Oh Gott, ich bin gleich tot. Das war doch vielleicht ein bisschen zu waghalsig, das Manöver, was ich gemacht habe. Ach nein, Steffen. Aber ich habe einen erwischt. Gut, schön. Jawohl. Jetzt beeile ich mich, hier schnell wegzukommen. Versuch dir ein bisschen... Dankeschön, Nightbot. Dankeschön. Decken zu geben. Dankeschön. Ja, Deckung kann ich gebrauchen. Ich kämpfe gerade... Jetzt muss das Schlachtschiff von denen irgendwie mal erledigen, aber ich muss gerade meinen Torpedo erstmal nachladen. Oh Gott, das sieht ganz schlecht aus. Ja, wobei, vielleicht kann ich jetzt irgendwie hinter das Ding, dann von der Seite so. Aue! Aue! Ich habe auch einen japanischen Zerstörer. Ich kann auch japanische Zerstörer spielen. Aber gerade dachte ich mir, ach, das ist vielleicht ganz lustig, mein französisches Schiff zu spielen. Das habe ich bisher noch nicht. Uiuiuiui! Ui, ui, ui. Ich lenk die ab von euch, Leute. Ihr schafft das. Ja, ich muss mich so konzentrieren gerade, das ist wirklich hart. Verwendung nicht erforderlich. Was hier erforderlich ist, sag ich mal nur ich hier. So, jetzt schleiche ich mich wieder an das Schlachtschiff da an. So, jetzt brennt es wenigstens. Es ist halt der Krieg der Schiffe. Das ist es. Und wieder weg. Oh, ich habe es auch im Brand gesetzt. Und ich habe ein paar Torpedos losgeschickt. Mal gucken, ob das funktioniert. Maschinenboost deaktiviert. Aber ich bin fast tot, ey. Scheiße, ich muss mich mal in Deckung begeben. Wo treffen die Torpedos? Ah, ein paar haben getroffen. Zwei Stück aber nur, ne? Gut, immerhin. Ja, trotzdem, gut. Aber ich brenne jetzt auch gerade. Okay, Brand gelöscht. Komm in Reichweite, Johnny. Gerade nicht so gut aus für mich, aber es wird schon. Zusammen schaffen wir das, Steffen. Wieso wurde ich jetzt entdeckt? Von wem? Ich benutze jetzt hier mal Krogi als Deckung. Wenn das ist doch Krogi nicht, ich glaube, das ist Vitus. Benutze ich kurz als Deckung, Vitus. Ja, gerne. Ja, ich bin tot, aber ich habe noch meine Torpedos losgelassen. Also mit etwas Glück wird das schon. Da sind sie. Guckt sie euch an. Wie so ein Rudel Haie. Na gut, Tibitus hat es schon erledigt. Aber ich hätte getroffen. Da schießt er. Mann, er ist hier einfach irgendwo in nichts. Ich muss mich um was anderes kümmern. Ich kümmere mich um die Sachen, die ich sehe. Das ist ein neuer Ansatz. Du stehst auch wirklich am Arsch der Heide. Bist du überhaupt losgefahren? Ich? Ja, ich bin hier Support. Fernkämpfer oder wie? Ja, ich mach das gut. Ja, du machst das wirklich gut, Kobi. Wenn ich das letzte Schiff bin, dann ramm ich den. Finde ich gut. Und dann haben wir gewonnen. Na, Ritus macht das auch sehr gut hier mit seinem Schiff. Ich spiele gerade ein bisschen anders, muss ich zugeben. Ja, aber trifft doch trotzdem, was ist los? Der bitte zählt, ja, ich weiß. Danke. Dankeschön. Danke, E-Freak, danke. Dankeschön. Steffen, ohne dich hätte ich dieses Schiff niemals erledigen können. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen.
Ihr müsst das aber trotzdem jetzt nach Hause holen, ohne mich. Aber wir sind ganz gut im Vorteil. Also, unsere Seite der Map sieht ganz gut aus. Die andere Seite der Map hingegen, Weil wir auch richtig krass spielen. Ja. Ey, da kann man auch einfach mal... Hier, schon wieder, da brennt die Bude. Da brennt einiges, du. Ich find's richtig geil gerade mit euch. Ja, ist es. Ja, sehr gut, Krogi. Komm, den hast du gleich, den hast du gleich. Zu kurz. Ja, klar hab ich den gleich. Man weiß, wie es läuft. Da fliegen doch die Frikandeln. Ja, sicher. Frikandel, super Attack. Ja, ein Treffer noch. Ein richtig guter Treffer und dann hast du den. Ist auch irgendwie so ein schönes Gefühl, wenn man dann so von der Weite aus so richtig schön trifft. Ja. Das ist einfach... Oh. Lecker ist es, wie wir sagen, im Business. Das ist aber lecker. Ja. Lecker, lecker, super, Lucci. Genau. Ich lasse ihn weiterziehen, dann können andere dieses nicht Gefühl gut. des Sieges verstören. Doch nicht. Doch nicht, lieber doch nochmal schießen. Komm, der braucht aber wirklich nur noch einen Hauch. Da musst du noch einen Papagei gegenfliegen. Na also, guck mal. Ja, gut. Weiß nicht meine Schüsse, aber ist egal. 6 gegen 5 gerade. Also noch relativ ausgeglichen. Ihr nehmt aber gerade die feindliche Basis schon ein, aber die nehmen unsere Basis auch ein. Also ja, recht ausgeglichen das Match bisher. Wir töten die einfach alle. Das ist immer möglich, das stimmt. Das ist immer eine gute Möglichkeit zu gewinnen. Torpedos voraus. Diese Torpedos sind halt ein mieses Schwein. Torpedos. Ja, ich war gerade ein bisschen zu aggressiv. Sicher. Ein bisschen zu aggressiv. Aber ein guter Try. Die Kolberg von Vitus hier. Ah, so muss ja, ich liebe ein Delfine. Vorhalten. Ja. Ich liebe Delfine so sehr, wirklich. Hast du welche gesehen? Ja. Echt Delfine? Oh, ist tot. Kriegsdelfine. Ach, schön. Die mit den Lasern vorne? Ja, die Laser dort. Gab's die bei Command & Conquer, gab's die, ne? Ja. Da waren die auch gar nicht so süß, muss man sagen. Jetzt müssen wir uns absprechen, was wir machen, glaube ich. Ja, auf die zwei Schiffe da gehen noch, oder? Ach so. Also sind es noch vier. Also ihr seht gerade nur zwei, aber das genau. sind drei Stück sind da auf jeden Fall. Das ist noch ein Schlachtschiff und drei Kreuzer. Ihr habt einen leichten Vorteil. Niederlage. Ja, die haben unsere Basis eingenommen. Ah, bitter, bitter. Ey, passiert. Auch da muss man ein guter Admiral mit leben. Leute. Egal, komm. Ja, Power, okay. Power. Ey, zu viel unter Deck gewesen. Ja, ja. Wir waren zu oft in der Kombüse mal wieder. Ja, ich hatte Hunger. Du warst zu aggressiv, ich war zu passiv. Ja, du kannst nicht werden. Lass uns wieder annähern. Du bist wir nähern passiver, uns ich bin aggressiver. Ich ja. Wollen wir mal gucken, kann Vitus, kannst du jetzt schon hier ein Schlachtschiff dir holen? Ja, ja. Die Nassau. 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 Guck mal, das ist doch ein Kanu. Hammer. Das ist Guck ein Kanu. Mal, das ist doch ein Kanu. Ja, damit direkt rein. Rein. Mm. Das ist doch Hammer. Das ist ein schönes Ding. Warte, ich will mich noch geiler tarnen. Streifen. Ja, gut. Kacheln. Ich bin bereit. Und warte, ich kurz auf. Oh, die Kacheln, die sind schön. Ist ein strukturiertes Kriegsschiff. Das kriegt Linien. Ja. Gut. Uns im Team vielleicht die Struktur so, Abfahrt. Die hat ein Schiff. Ja, genau. So. Ganz strukturierter Krieg bei mir. Es war ein Schlachtschiff, wir haben Kreuzer und Zerstörer, alles, was man braucht. Was wollen wir mehr? Hammer. Ja, wir haben die gute Munition, wir haben die gelbe Munition und die rote Munition. Ja. Rasselaffe schreibt, zur Strafe nur Frikandeln, aber keine Strohwaffeln. Das finde ich ein bisschen hart. Ja, das muss ich sagen. Strohwaffeln sind schon ziemlich gut. Aber du hast recht, wer nicht ordentlich schießt, der lacht dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Ja. Hat dann noch ein zweites Smiley zu viel. Dabei. Gut. Hey, euer Werner schreibt. Ahoi, ihr Serbären. Hallo, euer Werner. Ahoi. Ahoi. Was ist eigentlich mit Dieter? Wo ist Dieter? Ich hab ihn gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber der kommt schon gleich wieder. Oh, das ist eine schöne Map. Schöne Map. Oh ja. Kann ich mich schön hinter den Inseln verstecken und dann wie die englischen Touristen aus dem Nichts auftauchen und Handtuch über die liegen legen. Also, ich sehe jetzt auch T. Was heißt T jetzt bei Schlachtschiffen? Das ist, glaube ich, eine Spezialfähigkeit, mit der du dich heilen kannst. Oh, das ist ja sehr gut.
Und Vitus nimmt jetzt dauerhaft AP-Munition, schreibt gerade. Das heißt AP jetzt nochmal? Das ist die zweite. Das ist die zweite, ja, okay. Genau. Und mit T kannst du dich ein Stück heilen. Das ist so eine... Genau, aber du feuerst sehr langsam und deine Geschütze drehen sich sehr langsam. Da musst du musst gucken. Also die Geschütze drehen sich sehr langsam ein. Ich verstehe. Und du bist halt sehr behäbig. Ja. Also wie im echten Leben quasi. Ja, ganz genau. Ja, dann müssen wir dich ein bisschen verteidigen. Nicht zu früh heilen und nicht zu schnell. Nee, ich muss euch verteidigen, glaube ich. Ne? Ach so, du bleibst hinten die ganze Zeit, oder was? Schon, also... Du hast auch eine höhere Reichweite, glaube ich, jetzt hier. Ja. Und ich bleib schön hier vorne hinter den Inseln und rödel dann immer schön ein paar Torpedos rein. Genau, ich fahre jetzt nicht so schnell nach vorne. Ich halte mich jetzt in Zurückhaltung. Ich bin geduldig. Wie mein Zen-Meister aus dem Chat es mir gesagt hat. Ich joine meine Crew bei C. Steuerst du zu auf B? B, ja. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Wo? Hin, so weit weg, 15 Kilometer. So, ich halte mich jetzt hier mal schön zurück hinter diesem Eiland. Ich nenne es Bonifatius? Bonifatius, okay. Kerneiland. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Ich kläre euch hier mal schön ein bisschen was auf. Ach, bin ich gut. Klär uns mal auf. Also, erst kamen die Blüten und dann die Blumen und dann die Bienen. Und wenn die Bienen bei den Blumen, dann ihr wisst schon. Der brennt. Dann brennt die Blume. Richtig. Genau, Vitus ist jetzt quasi Sniper, wird gesagt. Mhm. Komm her, wenn er mich rammt, kein Problem. Alter, also, den mache ich fertig, Chat. Den mache ich fertig. Den kleinen Lulli lasse ich nicht durch. Das ist mein Frikandelbuch. Bäm! Ja, Mann. Oh, echt schön. Da hat der Hinterhalt zugeschlagen. Ja, Mann. Tippitoppi. So. Wenn die Blume brennt, lieber zum Arzt. Ja, ist schon mal wieder. Das ist auch richtig gutes Teamwork hier, Kogi. Das ist auch richtig gut. Teamworking ist unser Leben. Hier wird über die Insel will er mich treffen. Das ist wirklich langsam. Aber irgendwie auch cool. Hier wollte mich jemand über die Insel wegtreffen. Ja, ich sehe das schon. Aber das kann doch nur ich. Wollen wir mal Richtung C rödeln, Kogi? Ich mach mich auf den Weg dahin. Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon da. Da sind nämlich einige Gegner noch unterwegs. Jo. Auf A sind auch ganz, ganz viele. Ja, und B, ich fahr lieber zu B rüber, weil ich glaube, da ist gerade meine Hilfe mehr vonnöten. Hey, wir müssen C einnehmen, komm. Ich kann ja durch B Richtung C fahren. Wie wär's damit? Ich muss jetzt gucken, Steffen, ich kann mich nicht konzentrieren. Tut mir leid. Ich muss hier einfach... Ich weiß nicht... Hauptsache ballern. Ich weiß nicht, wie man hier chillen soll. Ich bin da emotional so verwickelt in diesem Kampf gerade. Was fährt er denn hier lang? Rechts vor links? Achso, er fährt von rechts. Ja, okay, gut, er hat Vorfahrt. Brenn doch endlich! Oh, ich habe mich hier, glaube ich, in Zwickmühle manövriert, aber naja, wird schon. Hier sind doch ganz schön viele Leute plötzlich unterwegs. Eieieiei, nein, 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 das ist gar nicht so schön, was ich hier mache. Aber wird schon. Torpedos auf Steuerbord? Tiefer, 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 tiefer. Ja, der ist doch jetzt down, jetzt komm her! Autsch! Komm schon! Torpedos, Torpedos! Down. Oh nee, die Torpedos, die kriegen mich. Er ist down. Ja, zwei Torpedos haben mich. Nein, vier Torpedos haben mich. Scheiße! Bin leider auch gleich weg. Ah, mich jetzt auch erwischt. Aber ich habe noch einen mitgenommen. Jetzt hängt alles in Kobi. Nee, ich lebe ja auch. Ach, du lebst noch, okay, sehr gut. Ja. Ach stimmt, du bist ja ein Schlachtschiff, ja, das kannst du einiges. Mach die fertig, lass mich in Ruhe. Die ganze Flugstaffel da ist Schrott bei ihm, ey. Gar nichts kann der. Originale Nichtskönner. Deswegen ist er auch nicht hier. Der weiß. Und Vitus, vor dir ist übrigens eine Insel. Und links von dir ist auch jemand. Ja, genau. Gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg.
Achso, weil die alles einnehmen. Ah, okay. Wieder vergessen, ja. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, aber die sind auch gerade sehr in Überzahl. Also, ja. Das war diesmal. Dieses C, von dem alle reden. Ja, sehr gut, Vidos. Oh nee, das wird eine Kollision. Oh nee. Ich will ihn vorher wegschießen. Der hat alle Gruppen, der, wir sind gleich, das war's gleich. Der hat alle Zonen. Ja, Vidos hat noch jemanden gekillt. Feueralarm, oh nee! Und ja, ihr seid auch schon in Unterzahl. Komm schnell rein, komm schnell rein in die Zone, komm schnell rein. Bist du nur in der Zone? Wo Feuer ist gelöscht? Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Jetzt aber. Vidos macht das. Problem gelöst. Bam. Guter Treffer. Wieder Feuer. Hast, ich glaube, bei der Kombüse ist leicht in Flammen. War nur ganz leicht. Ja, ich kann mich leider nicht mehr heilen. Das ist vorbei. Und hier geradeaus ist noch einer. Vielleicht den kriegst du noch weg. Den machen wir weg jetzt. Oh, jetzt komm. Latinski machen wir den. Lag nach, lag nach. Ist hoch. Ja, sehr gut, Vidos. Ja, sehr gut. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Ich verliere halt die ganze Zeit Leben. Ne? Und ich kann mich nicht heilen. Das ist frustrierend. Ja, dann musst du dem Koch sagen, dass die Currywurst heute nicht so scharf sein muss. Die ist aber richtig scharf. Ja, ich bin gleich away. Bin ich gleich. Wir nehmen jetzt hier C ein. Sehr gut, Koji, sehr gut. Wir geben nicht auf. Natürlich geben wir nicht auf. Jetzt schießt mir viel zu viel übrigens. Vidos hält da oben ganz gut die Stellung und nervt die Gegner, während ihr das schöne hinterher alles einnehmt. Das funktioniert hervorragend. Bin weg. Schade, aber sehr gut durchgehalten, Vidos. Sehr gut. Das lief doch hervorragend. Jetzt kann nämlich hier der Rest vom Team von ihnen aufräumen, angeführt von Admiral Krogmann. Admiral Krogmann, dem Koch, dem man vertraut. So. Der macht seine Frikandel nämlich mal genau richtig. Ja. Er hat bei Heisenberg gelernt. Ich mag es, wenn die so leicht scharf sind, so Frikandeln. Ja, ich liebe. Ist bei euch? Ey, ich liebe halt. So leicht, oder? Ja, so leicht. Ja. Ey, ein richtig schöner Frikandelsalat. C ist eingenommen. Hervorragend. Die kommen jetzt gleich aus Richtung B, also von Norden. Ja, ich verstecke mich hier. Die haben allerdings noch 3 Schlachtschiffe und 1 Zerstörer. Das ist bin ich ganz alleine? Nee, du hast noch 2 Kollegen bei dir, aber ja, die... Ja, mal gucken, wie gut die sind. Ah, auch der eine hat auch ein fettes Schiff hier und der andere hat ein etwas kleineres. Ja, gucken wir mal. Ist schwer, aber nicht unschaffbar, ja. Science Master. Schwer, aber nicht unschaffbar. Damage macht er, der Boy. Komm, mach Damage rein, ballerst rein. Gegen die kannst du jetzt am besten die andere Munition laden. Genau. Ich gehe schon mal in die Zone. Nicht die Zone rein. Ja, das ist eine gute Idee. Hey, gegen Schlachtschiffe? Warum soll er da weiter HE nehmen? Den weiter HE. Ja, okay, den weiter HE. Wenn der Chat das sagt. Ja, wirklich. Ich dachte aber gegen Schlachtschiffe nicht HE. Jetzt alle HE nehmen hier. Oh, ja, ja. Das müsst ihr mir nochmal erklären, liebe Leute. Warum gegen Schlachtschiffe kein HE? Weil die Panzerung nicht durchschlägt. Hä? Das verstehe ich nicht. Aber dann braucht er doch direkt AP, um Panzerung zu durchschlagen. Ach so, weil er eh nicht durchkommt. Okay. Du kommst mit der Armor-Piercing eh nicht durch die Rüstung, weil die so stark ist. Ja. Deswegen willst du lieber an Brand setzen. Verstehe. Ja, mach ich. Danke für den Hinweis, lieber Chat. Armor-Piercing, ich verstehe es. AP-Kaliber ist zu gering. Es kommt auf das Kaliber an, der Kreuzer hat so kleine Rohre. Ne? Ach so. Das ist immer ein Problem, wenn man ein zu kleines Rohr hat. Einer ist wieder down. Sehr gut. 3 gegen 3. 3 gegen 3. Von links kommt ein kleines Schiff, das kriegst du weg. Sehr gut! Noch 2. Komm schon, Cory. Ja, Cory, ey. Das ist 1000 Sasser bist du. Ich liebe es, Leute in dem Meer zu versenken. Ich sag's dir, das ist deine gestreifte Tarnung. Ja. So, jetzt schnappt ihr hier Bereich A auch noch. Da ist nämlich der noch ein Gegner und der andere ist ganz weit außen.
Dann einer Kollege ist gerade gegen die Insel gefahren, aber lass dich davon nicht irritieren. Ja, der hat der halt macht das. Der hat einen Plan. Das ist auch ein krasser Soundtrack. Schon Metal. Mhm. Das finde ich ganz gut. Okay, der will woanders hin. Easy peasy. Ihr habt ein bisschen Punkte aufzuholen, so ist es nicht, aber wird schon, wird schon. Solide, wow, richtig schön. Guter Treffer. Das war ein richtig guter Treffer, Kobi. Richtig, richtig gut. Schön. Ja, ein bisschen weiter nach hinten. Ja, ja. Ah, schön. Insel jetzt ist im Weg, Achtung. Wirst du beschossen, gib mal Gas. Wo ist denn mein Kollege? Ist der gar nicht mehr da? Der ist bei B gerade. Doch, der schießt jetzt gerade. Boah, das ist ein richtig enges Ding hier. Aber ihr seid nur zu zweit gerade. Der andere hat gerade schon deinen anderen Kollegen erledigt. Hey, liebe Grüße gehen übrigens raus an alle Leute, die hier gerade rein raiden, so wie ich das sehe. Grüße gehen raus an alle Nachtschwärmer, die hier auf dem See wieder gestrandet sind und einfach mal sehen wollen, wie das hier ist auf dem Wasser. Ich glaube, Florentin hat gefragt. Ja, Florentin. Vielen Dank, Florentin. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen gerade noch ein bisschen World of Warships und anschließend eine Runde Enshrouded. Und Krogi verteidigt hier unsere Ehre in unserem Match hier und ist als letzter gerade übrig von uns rein. Weil ich das liebe. Weil du einfach Seeluft in den Adern hast. So sagt man das doch, oder? Das K in oh, guter Treffer, guter Treffer. Automann. Unnämlich. Und meine Zone ist es jetzt. Oh, sehr gut. Jetzt muss der andere aber kommen. Das andere Schiff ist fast down. Also dein Kumpel macht richtig gute Arbeit da. Top. Muss man auch mal loben. Man soll. Und jetzt wird's hier interessant. Ich komm zum anderen. Der andere, ja, der macht's gut. Der, kriegt das, glaube ich, ohne dich hin. Der braucht deine Hilfe, glaube ich, nicht. Ja, aber ich glaube, wenn ich ihm helfe, dann können wir zu zweit den down machen. Das war die Idee, weißt du? Ja, der ist gleich down. Der ist gleich down. Okay. Ja, dann warte ich hier auf ihn. Weil gerade brauche ich nicht raus, verstehst du? Jetzt ist er down. Ja, okay. Er muss kommen. Er soll ja zu mir kommen. Genau, der Gegner muss jetzt zu euch kommen. Ja. Von daher bleibt lieber da, wo ihr seid. Weil nachher spielt er richtig gut. Da hinten ist er ja. Ah, guter Tipp. Ein einzelner Treffer an einem feindlichen Schiff unterbricht das Capturen. Das hilft also, auf die einfach zu schießen. Und jetzt muss der nämlich kommen. Genau. Weil ihr habt alle drei Dinger. Und dann warte ich schön aus. Das sitze ich aus. Das backe ich richtig aus. Die Frikandel wird jetzt mal ausgebacken hier im Becken des heißen Fettes. Wobei, du kannst ein bisschen nach vorne fahren, dann kannst du den auch beschießen zumindest, damit dein Kumpel ein bisschen Unterstützung bekommt und dir zu zweit da drauf schießen kann. Das hier ist unser Super Bowl. So nämlich. Du musst einmal kurz testen mit einem. Nee, mit der hier. Bisschen tiefer. Ja, so. Schön in Brand setzen, den Lümmel da. Bisschen weiter hier. Und ein bisschen tiefer, glaube ich. Ja, ein bisschen tiefer. Jo, gut. Na, jetzt wieder ein bisschen höher. Ein Tick. Und du kannst dich noch ein bisschen nach rechts drehen, damit du mehr Firepower hast. Du hast gerade nur deine Vorderkanone sozusagen. Ja, Steffen, ich bin hier präzise am Ballern. Ja, sorry. Step by step reiße ich ihm jedes Teil raus, was er hat. Ich bin so mitgenommen emotional. Ja, natürlich. Ja, es war zu hoch, siehst du? Ein bisschen tiefer. Das war ein bisschen zu tief. Ja, da brennt er doch. Perfekt, perfekt. Was sage ich hier? Ob Kobi macht das genau richtig. Ja. Es ist halt so ein entspanntes Spiel, weißt du? Ja. Muss einfach mal chillen und einfach mal die Schiffe töten. Oh, jetzt hat er dich aber. Der hat dich gut, ne? Ich glaube, ich habe dich gut getroffen. Mhm. Ja, ist aber egal. Ja, du bist gleich down, aber dein Kollege, der macht das dann. Ist egal, ist egal. Baller alles raus, was ich hab. Ich gebe mir Damage, was geht. Ja, guter Treffer, da brennt er wieder. Da brennt der Lachs. Oh, Kollege, mach mit, jetzt Endfight. Ey, das kriegt ihr hin, das kriegt ihr hin. Ja, klar. Jawohl. Da brennt die Kiste. Oh, hier. Ja, ich bin gleich down. Aber. Komm schon, Kogi, mach ihn weg. Yeah! Jawohl! Das ist richtig eingeschifft. Richtig. Team Frikandel ist mein Name. Jawohl, MS Frikandelson. Geil. Läuft doch. So. Wer hat gezweifelt? Wo waren die Zweifler?
Niemand hat gezweifelt. Niemand hat nicht gezweifelt. Ey, wir sind schon am Ende unseres kleinen World of Warships-Ausflugs hier, liebe Leute. Es ist schon soweit. Aber lass uns gucken, ob wir noch was upgraden können. Ja, wir können mal gucken. Komm, wir gucken mal, ob wir noch mal was kaufen können hier. Ich brauche noch ein bisschen, ich brauche noch 1500, dann hätte ich ein Stufe 4 Schiff. Zugangsstufe 6, ich hatte neue Zugangsstufe, habe ich. Freie EP, um beliebige Schiffe und Module zu erforschen. Spielen Sie zwei Gefechte, auf jeden Fall, liebe Leute, ne? Bevor wir jetzt gleich hier rausgehen, wenn ihr jetzt denkt, boah, World of Warships, habe ich auch ein bisschen Bock drauf, ist kostenlos, ihr könnt es freispielen, gibt's bei Steam, gibt's auch im Dingens Launcher, da könnt ihr auf jeden Fall reingucken und wenn ihr Bock habt, euch anzumelden, rbtv.to/worldofwarships-rbtv und wenn ihr dann den Code Warships benutzt, kriegt ihr noch ein bisschen ein schönes Goodie-Bag im Wert von 25 Euro mit 500 Dublonen, das ist die Ingame-Währung. Außerdem 7 Tage Premium, 2 Millionen Credits, ihr kriegt ein Tier 4 Schiff, schon einmal geschenkt, so, und kriegt auch noch Commander, die ein bisschen besseren Skill haben. Kurze Frage, also, Steffen, Leute, warum haben wir das denn nicht gemacht? Wäre viel leichter gewesen. Ja, ne? Naja, hinterher ist man immer schlauer. Nein, wir wollten natürlich auch so ein bisschen den Anfang des Spiels zeigen. Ja, ich muss sagen, ey, beiden, vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht. Nein, das hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich cool. Ja. Gut. Mir macht es Spaß zu gewinnen. Das war auf jeden Fall. Und wir haben nur ein einziges Match heute Abend verloren. Ja. Also normalerweise heißt es ja immer, die Rocket Beans bei diesen Online-Spielen sind immer richtig. Aber jetzt, das ist die neue Generation, Leute. Ja. Wir haben Generation Next, Generation Strange, you know what? Okay. Generation Win oder so ähnlich. Okay. Mal komm, mach hier, Raid haben wir noch bekommen. Ja. Die Raiders. Grüße an Tini gehen natürlich raus. Noch ein Raid, meine ich. Noch einen? Wer ist noch da? Wer ist noch? Weiß ich nicht. Wer ist noch gerade gekommen? Gebt euch zu erkennen, Leute. Ja. Dann können wir euch auch grüßen. Gummisack, glaube ich. Gummisack. Ich weiß nicht mehr. Moin, tschö. Sind die nicht auch schon Mitte 30? Nee, Jörg hat... Jörg. Grüße gehen raus an Jörg an dieser Stelle übrigens. Ne? Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Vitus übrigens, dass du auch mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Genau. Und wenn ihr jetzt im Livestream seid, dann heißt es natürlich dranbleiben, denn wir sind hier jetzt noch ein bisschen. Wir machen jetzt einen richtig schönen Abend, machen wir uns noch. Ja. Die Belle kommt gleich noch dazu. Und dann spielen wir schön ein bisschen Enshrouded. Ne? Und das wird Hammer. Da werden wir craften, da werden wir erkunden. Da werden wir Dinge basteln, da werden wir eine geile Base haben und wir werden uns natürlich die schönsten Geschichten unter Tage vorlesen, wenn wir mal wieder zu viert in einer kleinen Höhle sitzen. Darauf freue ich mich schon ganz deutlich. Ich hab tatsächlich keine Geschichte vorbereitet, muss ich sagen. Du bist aber ein ganz spontaner. Und du hast auch schon jetzt keinen Hosen mehr an. Also, stimmt, zum Glück sieht man das nicht in dieser Kameraperspektive. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt auf mehr World of Warships und euch das hier gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da und ein Kommi unten unter die Kommentare, in die Kommentare, da freuen wir uns natürlich immer sehr. Und schreibt doch mal rein, was euer Lieblingskriegsschiff ist. Zum Beispiel. Ja. Oder wenn ihr weitere Tipps habt, immer her damit. Ich hab viel gelernt heute. Ja. Vielen, vielen Dank an euch. Und hier geht's gleich weiter mit Enshrouded und bis dahin lassen wir euch eine kurze Pause und wir loggen uns gleich um. Bis gleich, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.